Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Episode 144, lieber Defner. Und an den Märkten sind endlich mal wieder die Bären los. Und wenn man sich die Indizes anschaut, dann könnte man sagen, na ja, kleinere Korrektur. Aber was sich unterhalb so abspielt, da gibt es wirklich so tektonische Verschiebungen. Vor allem bei den Defner-Ideen. Und da müssen wir unbedingt heute drüber reden. In der Tat, weil mich hat es natürlich wirklich heftig erwischt. Ja. Und ich dachte mir so letzte Woche, Hochmut kommt vor dem Fall. Das Schöne an der Börse, sie lehrt einfach doch immer wieder auch Bescheidenheit. Letzte Woche habe ich hier ja noch getönt, weil du ja gefragt hast, warum hast du denn immer so viel Geld, wenn ich mir hier mit einem CFDs, ja, die laufen ja und das ist ja quasi Geldvermehrungsmaschine und du kannst dir ständig was zukaufen. Die Hosse nährt die Hosse. Wenn es in die andere Richtung geht, dann sind zum Beispiel CFDs natürlich eine wirklich explosive Geschichte. Musst und du dann reißen dein, musst du zwangsverkaufen, musst, also entweder schießt du nach, was ich nicht mache. Ja. Ja, da musst du halt dann teilweise Positionen schließen. Das ist ganz klar, um wieder Eigenkapital zu beschaffen. Es ist ja im Prinzip wie ein Kauf auf Pump und was man eigentlich nicht machen sollte. Deswegen sei immer wieder auch hier nochmal ganz klar gesagt, das ist wirklich was nur für extrem risikobereite und erfahrene Anleger und der normale Anleger ist wirklich mit einem normalen Aktiendepot, das nicht beliehen ist, wirklich, wirklich gut bedient und damit hat er, glaube ich, auch in der letzten Woche genug Achterbahnfahrt das gehabt. Das stimmt. Es kommt darauf an, was du für Aktien gehabt hast. Genau. Und das ist ja die Frage, die wir euch stellen wollen, nämlich ob Hype-Aktien, werden ja auch manchmal die Story-Stocks genannt im Angelsächsischen oder so Modewerte, nicht Mode im Sinne oder einfach von Defner-Werte. Oder Defner-Werte. ob da jetzt die Blase geplatzt ist oder ob das einfach nur eine kleine Korrektur ist, die damit zusammenhängt, dass einfach die Zinsen gestiegen sind und dann wird halt ein bisschen Luft rausgelassen und dann holen wir Luft und nehmen Anlauf und nehmen dann den nächsten Schwung nach oben. Auf jeden Fall muss man, eine Sache muss man dir lassen. Tesla hast du wirklich fast am Top verkauft und Tesla und Bitcoin, das sind jetzt so zwei Kumpels geworden, die laufen auch mittlerweile zusammen an der Börse und die sind beide im Bärenmarkt. Mittlerweile von Bärenmarkt spricht man ja, wenn was 20% vom Allzeithoch gefallen ist, das sind beide jetzt. Vorher hat er bei den Bitcoin mal in der Marktkapitalisierung dann Tesla überholt mit 1 Billion, ja. Stimmt. Und am Wochenende dann rauf auf $58.500, ja. Und dann hat ja sogar Elon Musk getwittert, ja, dass ihm der Bitcoin etwas teuer erscheint. Ja. Wahrscheinlich hat er schon wieder längst verkauft. Es gab ja dann auch den Analysten, der schrieb, Tesla hätte jetzt halt mit dem Bitcoin, mit seinem Bitcoin-Investment schon mehr Gewinn gemacht als im letzten Jahr mit dem Verkauf von Autos. Mhm. Und wie gesagt, das Ganze hat mich ja extrem gestört, deswegen habe ich meine Rest-Tesla-Aktien verkauft, auch weil ich sie für doch sehr, sehr ambitioniert bewertet gehalten habe und ja, ich lege mir jetzt mal so langsam auf die Lauer. Ich würde mal sagen, so eine Tesla-Aktie kann sich auch wirklich mal halbieren oder sollte sich halbieren. Das wäre schon mal gesund. Und dann würdest du wieder, was wäre das für ein Preis? Wieder, wann würdest du? Naja, die war ja bei so $850 und ich würde mal sagen, so ab $500 würde ich dann schon auf jeden Fall wieder zugreifen. Okay. Vielleicht auch ein bisschen früher. Werbung. Es gibt einen neuen Podcast vom Deutschlandfunk und den möchte ich euch sehr ans Herz legen. Schmetterlingseffekt heißt er. Und da hört ihr von Menschen, deren Leben in direktem Zusammenhang stehen mit den großen Krisen unserer Zeit. Ihre Geschichten, die zeigen uns, unser Leben, also auch dein Leben, das hängt mit allen anderen zusammen. Und auch kleine Dinge, die du veränderst, können Großes auslösen. Das ist der berühmte Schmetterlingseffekt, wie Weltkrisen unser Leben verändern. Ihr findet den Podcast in der kostenlosen DLF-Audiothek-App und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Jetzt mache ich auch mal so ein bisschen intuitiv abhängig, aber ich dachte, kann ja auch, man kann da auch gestaffelt ja einsteigen. Ich dachte, du hättest ihn abgeschrieben, den Nein. Elon. Oh, jetzt nochmal. Gut, dann erklär dich nochmal. Das nein, musst das du dir nochmal sagen. Das wollte ich jetzt. Nein, ich also nicht also diese volatile bloß Berichterstattung, das Twitter-Profil findest du nicht so komisch, dass du sagst. Jeder darf mal sündigen und jeder darf sich. Und mal immer wieder auch. Auf, nein, mich hat ja vor allem der Bitcoin gestört und diese die Bitcoin-Puscherei und dieses Investment in Bitcoin. Und ich fühle mich jetzt bestätigt, auch jetzt, da der Bitcoin wieder total abschmiert von 58 runter
auf 45.000. Das sagst du seit 6.000. Also jetzt fühle ich bitte nicht bestätigt. Er ist jetzt gerade abgeschmiert. Nein, ja, aber natürlich ich sag's fällt noch mal. Auch mal was, was so stark steigt. Das fällt auch mal. Ja, das fällt auch mal. Ja. Das sollte jedem bewusst sein. Und dann, deswegen nenne ich das eine Zockerwährung. Aber zu meinen, man kann den Bitcoin nehmen als Cash-Reserve für ein Unternehmen, das ist eben der Fehler und der Trugschluss. Ja? Oder zu meinen, Bitcoin sei ein digitales Gold in Form eines Wertaufbewahrungsspeichers. Oder Bitcoin, wie du es immer behauptest, würde vor Inflation schützen. Jetzt steigt gerade die Inflation und der Bitcoin kommt massiv unter die Räder. Also das ist kein Inflationsschutz. Das ist kein Wertaufbewahrungsspeicher. Das ist einfach ein Zockerwährung und da kann man mitzocken nach oben, aber da muss man auch nach unten auch mit dabei sein. Ich würde auch Tesla nicht raten, irgendwie das Geld in E-Hang-Aktien oder in irgendwas anderes extrem Volatiles zu stecken. Nein, Cash ist eigentlich dafür da, dass man es irgendwo parkt, damit man es hat, wenn man eine neue Fabrik bauen will und nicht damit man im Bitcoin damit rumzockt. Ja, das Problem ist nur bei Cash, wenn du siehst, du hast ja selbst angesprochen, wenn jetzt die Inflation kommt und all die bösen Sachen damit kommen, dann bist du mit Cash einfach, dann wirst du an Wert verlieren, real. Und mir hat noch einer eine lustige Sache geschrieben, wie ich jetzt zumindest ein Argument, was du immer sagst, ich habe ja immer das Argument, Bitcoin wäre nicht beliebig vermehrbar, nur diese 21 Millionen, da sagst du immer, es könnte noch 5000 andere Kryptowährungen geben. Und da hat er einen wunderbaren Satz geschrieben, wenn meine Oma ein Bild malt, dann wird das mein Picasso, der an der Wand hängt, auch nicht im Wert mindern. Und da muss ich ihm wirklich recht geben. Es gibt Bitcoin und den Rest. Und nur weil es jetzt 5000 Shitcoins gibt, was ja der Bitcoiner sagt, ich bin kein Bitcoiner, ich gehöre auch nicht zu dieser Sekte. Ich finde es trotzdem weiter ein spannendes Investmentvehikel. Und ich habe die Dinger gehalten. Es geht nach oben, es geht nach unten, ist mir wirklich egal. Und das nur zu der Information, weil du immer sagst, es gibt natürlich viele begrenzt. Andere Maler wie Gerhard Richter, die auch im Wert gestiegen sind und die auch möglicherweise den Picasso mal überholen, weil man sieht, dass die vielleicht letztendlich die besseren Bilder waren. Also da gibt es gut, sehr, das Bild ist jetzt gut, okay. Picasso ist wirklich in der Tat was ganz Einzigartiges, das ist richtig. Aber Bitcoin lebt ja nicht nur von der Nichtvermehrbarkeit, sondern angeblich ja auch von dem Zahlungsmittel. Aber das hat ja auch Frau Yellen jetzt nochmal gesagt, dass es ein extrem ineffizientes Zahlungsmittel ist. Ja. Und das ist einfach eine Tatsache, dass dieser Strombedarf disqualifiziert einfach den Bitcoin für so viele Anwendungen. Und es ist, man kann es drehen, wie man will. Also ich finde es einfach ein Spekulationsobjekt. Wer mitspielen will, bitteschön, aber sich dessen bewusst sein, nicht zu glauben, dass warum? Wir haben doch jetzt Inflation, müsste doch der Bitcoin weiter steigen. Die Inflation ist ja noch gar nicht richtig da. Das ist ja bisher nur, wir haben ja bisher nur die ersten Anzeichen. Und was wir derzeit haben, ist ja die Inflationsangst. Und ich kann die Angst auch wirklich gut nachvollziehen. Ja, das haben wir ja rechtzeitig vorhergesagt. Jetzt, wir waren da wirklich waren wir uns ja beide einig. Beide einig und auch frühzeitig dran. Bevor jetzt hier alle das ausrufen, dass jetzt die Inflation kommt, waren wir mit vorne. Vor zwei oder drei Folgen. Die Herolde. Sehr schön. Nein, aber man kann das ja auch nachvollziehen. Das ist ja Folgendes. Wir haben jetzt einen Konjunkturaufschwung und man sah ja, also ich bin ja am Wochenende durch Berlin gefahren, wir sind in den Garten gefahren, haben die Gartensaison eröffnet. Aber am Wochenende ist jeder irgendwie durch Berlin gelaufen oder mit dem Fahrrad gefahren. Aber du siehst, wie die Leute drehen immer durch, wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, wenn Frühling ist. Aber was ich diesmal erlebt habe, ist, du siehst Rentner mit Coffee-to-go-Bechern und so viel habe ich davon noch nie gesehen. Und du sahst einfach, wie diese. Was ist da jetzt genau das Inflationssignal? Das kann ich dir sagen, dass die Leute, wenn sie jetzt rausgehen, alle sich noch 50 Millionen Kaffees das kaufen. Alles, was offen hatte, war eine Schlange. Und das, was mir das gezeigt hat, ist, wenn selbst Rentner, die nun wirklich mit Coffee-to-go nicht so viel zu tun haben, die auch zu Hause sich den Kaffee brühen können, selbst wenn die jetzt damit anfangen, ihr Portemonnaie zu plündern und einfach da alles kaufen, was offen hat und da reinströmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Idee von der hedonistischen Inflation, die wir hier schon häufiger ja genannt haben, dass wenn du nur ein bisschen was aufmachst, du siehst es in Großbritannien, da hat ja der Johnson gesagt, hey, 30. Juni wird geöffnet und auf einmal waren bei EasyJet sämtliche Buchungen für, weiß ich nicht, auf alle Inseln dieser 300% Welt. 300% plus bei den Flügen, sofort innerhalb. Sofort. Von, Und das wirst du ganz häufig sehen. Und da wir ja weniger Wettbewerb haben in dieser ganzen Szene, weil es viele die Segel gestrichen haben, sowohl was Läden anbetrifft, als auch was Fluglinien und was Flugrouten und was das alles anbetrifft, wirst du eine Inflation erleben. Und wenn dann noch, und das ist ja das, was da jetzt, bin ich doch bei wenn dir. Jetzt nach Amerika kommt und Frau Yellen, du hast ja hier so gelobt, wenn jetzt noch Frau Yellen kommt und sagt, ja, wir brauchen aber bitteschön noch 1,9 Billionen oder sogar 1,7 oder 1,9, man weiß es nicht so genau, um nochmal die Konjunktur zusätzlich zu befeuern, dann fragt man sich doch, Leute, habt ihr sie noch alle in eine Konjunkturaufschwung nochmal Kohle reinzudonnern?
Das erinnert mich so ein bisschen an, wie soll man sagen, 90er Jahre gab es so die letzte große Überhitzung, Wiedervereinigung hier in Deutschland, Wiedervereinigungsboom mit Inflationsraten von ich glaube, 6% oder so. Da gab es damals, das war 90er Jahre, du erinnerst dich vielleicht. Weil wir hier blühende Landschaften gießen mussten. Ja. Mr. President, Coco Jumbo, erinnerst dich noch? Ja, Coco Jumbo. Das war die Zeit. Die Musik war nicht so doll, immerhin, ja, es war ein komisches Jahrzehnt. Wiedervereinigung war Anfang der 90er und der Boom wieder. War richtig Ende der 90er, also der als die Blase dann kurz vorm Platzen war. Nee, aber die Inflation war so 93, 94, ja. als alle Welt irgendwie in Deutschland gekauft hat. Und das könnte jetzt wieder passieren. Und da finde ich, für diese Welt mit Überhitzen und dann noch zusätzlich Feuer reinmachen. Und dann sind nämlich die Notenbanken irgendwann hilflos. Wenn du jetzt gesehen hast, was passiert ist, die Zinsen sind ja angestiegen, dann kam gleich die Frau Lagarde und hat gesagt, das begutachten wir ganz kritisch, weil wir wollen ja, die Zinsen sollen ja niedrig bleiben, egal was diese Welt macht. Das hat man ihr noch abgenommen, als es am Montag gesagt hat vom EU-Parlament. Aber wenn irgendwann die Inflation steigt, dann sagst du irgendwann, liebe Notenbanken, das funktioniert so nicht mehr, weil wenn ihr jetzt noch mehr Geld da reinschmeißt, um die Zinsen niedrig zu halten, dann wirst du noch mehr Inflation kreieren. Und dann hast du irgendwann, bist du schachmatt. Und das sehe ich als Risiko. Und deswegen sollte man das nicht zu klein sehen. Nein, wie gesagt, das nehmen wir beieinander. Und die Inflation, die sehe ich ja auch schon lange. Und wir sind da unterschiedlicher Meinung, wie man sich da am besten gegen schützt. Nee, also sind wir nicht unterschiedlicher Meinung. Ja, bei Bitcoin auf jeden Fall. Ne? Ja, also, ich würde auch in Bitcoin und, ein bisschen was haben, eine Wette dabei. Meine Silberwette, die läuft wieder ganz prima. Silber, Platin. Oh, 28 also, Dollar. Also das ist wirklich, ja zwischenzeitlich abgetaucht. Und die Silber ja, aber Minen, so doll läuft die das Silberminen, nicht. Also machen auch teilweise 10% am Tag. Aber das ist eigentlich gar nicht unser Thema heute. Wir wollen ja eigentlich mehr so über die Tech-Werte, die natürlich gebeutelt werden, weil die Zinsen, auch die Anleihezinsen in Amerika jetzt wieder deutlich gestiegen sind, sind um ein Prozentpunkt höher als vor einem Jahr. Und das ist es, was jetzt momentan einfach den Märkten Sorgen bereitet und vor allem den Tech-Werten Sorgen bereitet. Und das muss man nochmal erklären. Und ich erkläre es ja gerne. Ich bin ja dieser Freak mit DCF-Modell, Discounted Cashflow-Modell. Der Zins ist ja sowas wie der Preis für die Zeit. So muss man sich das vorstellen. Und wenn der Zins niedrig ist, und er war ja zwischenzeitlich die 10-jährigen amerikanischen Anleihen 0,5%, das ist ja fast null, dann kannst du sagen, alles, was in der Zukunft passiert, die Zeit, die weit weg liegt, die kannst du ganz dicht ranholen, weil die Zeit ist ja nichts wert. Also Gewinne, die 2030, 31, 32, 34, 35, kannst du schon eigentlich auf heute nehmen, weil die Zeit nichts mehr wert ist und nichts kostet. Und deswegen sind die Unternehmen, die halt in weiter Zukunft Gewinne machen, werden davon bevorzugt, weil diese Gewinne halt auf heute abgezinst, so heißt es im Fachdeutsch, heute mehr wert sind. Und wenn jetzt die Zinsen steigen, dann sind eher die Unternehmen was wert, die heute schon hohe Cashflows und hohe Gewinne machen. Und da ist es nicht so entscheidend, ob die 2025, 26, 27, 28, 29, 30 oder sonst was machen. Und das ist halt der Unterschied. Und deswegen ist, wenn der Zins steigt, wenn alles andere gleich bleibt, verlieren Tech-Unternehmen automatisch an Wert. Egal, ob sie genauso viele Gewinne in Zukunft machen oder nicht, weil die Gewinne, die in Zukunft gemacht werden, weil die Zeit mehr wert wird, einfach heute weniger wert sind. Und dann hast du halt nach diesem wunderschönen Discounted-Cashflow-Modell niedrigeren Wert. So, okay, und das haben wir ist erklärt. Das Modell. Aber man muss zwei Dinge dazu bemerken, dass heutzutage natürlich viele Tech-Konzerne sprudelnde Gewinne schreiben. Die Apples, die Amazons, die Alphabets dieser Welt. Gerade Apple hervorragende Zahlen zum Beispiel geliefert. Mhm. Ja, Samsung sogar als Weltmarktführer bei den Handys wieder überholt und so weiter und so fort. Also da werden die Gewinne jetzt eben im Jetzt geschrieben, nicht wie im Jahr 2000 in ferner Zukunft bei vielen Tech-Werten. Und das andere ist, dass Ende der 90er die Zinsen viel, viel höher waren. Ja, die amerikanischen Staatsanleihen 6-7% in der Gegend. Und das trotzdem keinen gestört hat, Tech-Aktien zu kaufen. Also das ist jetzt vielleicht mal kurzfristig ein gewisser Schock an den Märkten, weil jetzt die Zinsen noch rasanter gestiegen sind in Amerika. Und ich glaube auch, wir werden Ende dieser Woche den Fed-Chef Powell vor dem Kongress hören, dass er da versuchen wird, auch mit Worten zu beschwichtigen. Sie haben ja auch noch Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel einfach wieder mit ihrem Anleihekaufprogramm eher länger laufende Staatsanleihen kaufen und dann kann man eben auch diese längeren Zinsen wieder ein bisschen dämpfen. Und das werden sie bestimmt machen. Ich glaube nicht, dass die Fed jetzt irgendein Interesse hat,
dass die Zinsen so unreguliert am Markt nach oben schießen. Das kann nicht ihr Interesse sein. Auch wenn jetzt hier man rauskommt und wieder ein bisschen Geld ausgibt, trotzdem die Nachwehen dieser Krise, dieser Pandemie, die stecken allen noch. Und da gibt es viele einfach Verlierer, viele Unternehmen, die auf der Strecke geblieben sind, viele Arbeitsplätze, die verloren gegangen sind etc. Und deswegen muss man da schon immer noch auch, und das Corona-Paket wird auch kommen, der US-Regierung. Und von daher ist da eigentlich jetzt ein bisschen Sorge an den Aktienmärkten da, aber ich glaube, dass wir uns relativ schnell wieder fangen werden. Aber ich glaube, dass bei Technologiewerten diesen Ausverkauf, den wir jetzt da gerade sehen, sowieso auch nicht unbedingt bei allen sehen, aber er wird jetzt immer erfasst, immer mehr Technologiewerte und wird immer breiter und im Prinzip wird alles verkauft, was jetzt gut gelaufen ist. Auch erneuerbare Energien und Digitalwäre und die Stay-at-Home-Aktien. Nein, warum sind erneuerbare Energien anders? Sind natürlich anders, weil es ein anderer Sektor sind, ja, weil sie teilweise eben auch. Die machen auch Gewinne erst in der Zukunft. Da geht es genau um das gleiche Prinzip. Da geht es um das gleiche Prinzip. Viele Solarkonzerne haben hervorragende Gewinne mittlerweile. Also Cinco Solar, die ich hier immer wieder nenne, die ich selber habe, haben jetzt aktuell einen KGV von 16, ja, sind auch extrem verprügelt worden, extrem zurückgekommen. Und Was brauchen die für Güter zur Herstellung? Hast du mal drüber nachgedacht? Dieser ganze Boom basiert darauf, dass du Rohstoffe brauchst. Jetzt kannst du dir den Rohstoffprojekt ja angucken. Kupfer über 9000 pro Tonne. Du siehst ja, was da passiert ist. Und du siehst, dass dieser nachhaltige Boom nicht richtig funktionieren kann ohne Rohstoffe. Und wenn die Rohstoffe aber jetzt im Wert steigen, dann stellst du fest, da ist meine Gewinnidee, die ich da hatte, dann ist die Marge nicht so hoch, dann ist das Ganze nicht so hoch. Also ich wäre da nicht so optimistisch. Aber gerade was diesen S&P Global Clean Energy und den iShares drauf angeht, der hat jetzt ja auch verloren von oben, glaube ich, 25%, also ein Viertel. Der hat auch schon mal sich um 90% reduziert, nämlich im Jahr 2009. Das sollte man wissen, wenn man dieses Ding hat. Und da sind wirklich so Highflyer wie Plug Power drin. Also da hat man wirklich auch diese klassischen Hype-Aktien drin. Die klassischen Wasserstoffaktien, ja, die von dir immer gehypt werden. Ja, die werden ja nicht von mir gehypt. Nein, ich habe nur gesagt, man darf sie nicht ausklammern. Ja. Du hast immer so eine selektive Sicht. Ja, du sagst, Bitcoin der größte Verlierer. Ja. Und dann verliert einer deiner Werte, E-Hang, 70% pro Tag. Und da höre ich nie raus. Also bei Bitcoin war 60% das größte Zuckerding. Das hat auch bei Facebook einer geschrieben, finde den Fehler, Bitcoin wird kritisiert und E-Hang wird gejubelt. So ist es, ganz genau. Ja, und da musst du auch mal deine einfach mal unterscheiden. Man kann doch ein Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, das möglicherweise die Welt verändert, wie ein Flugtaxi, das bereits fliegt, kommen wir ja auch noch zu E-Hang vielleicht nochmal ganz genau im Detail, vergleichen mit einer Kryptowährung, das null Cashflow erwirtschaften wird, das eigentlich die Welt nicht braucht, das man weder als Zahlungsmittel braucht, noch als Wertspeicher wir tauglich ist, weil es aber ich kann es immer wieder nur wiederholen, weil der offenbar es nicht gesehen wird. Ja? Was ist das für ein Wertspeicher, der 60.000 Dollar? Kann ich sagen, was der Wertspeicher ist? Der besteht im Netzwerkeffekt, der besteht darin, dass wenn, da nicht irgendeine komische Wertspeicher 20% verliert in zwei Tagen, das was kommt ist das vor. Für ein Wertspeicher? Wenn er vorher irgendwie 40 gewonnen hat, kann er auch 20 verlieren. Aber das ist doch kein Wertspeicher. Ich habe ja nicht gesagt, dass es von heute auf morgen ist. Ich sage auch nicht, dass eine E-Hang-Aktie ein Wertspeicher ist. Du weißt nur, ich würde einfach vermuten, dass dieses Geldsystem, du siehst ja jetzt, dass es schon anfängt zu knirschen. Und du siehst ja, dass die Notenbanken die alten Taschenspielertricks wieder machen. Kaufen und blablabla. Und wenn die Inflation da ist, gehen diese Taschenspielertricks nicht mehr. Und dann wirst du irgendwann ein Problem haben. Dann kannst du vielleicht nochmal mit elektronischer Währung versuchen, irgendwie mit E-Euros nochmal das Endspiel zu verzögern und kannst noch versuchen, jedem unterschiedliche Sachen zu geben. Du mit einem Endspiel, ja. Seit 2011 kannst du das überall lesen, dass der Euro untergeht und dass das Endspiel kommt und das Finanzsystem zerbricht. Ja. Aber du wirst irgendeine Reaktion nach diesem ganzen Notenbankgeld, nach diesen ganzen Schulden, muss es irgendwann geben und wird es geben. Und irgendwann kommt der jüngste Tag, und dann wirst du dich verantworten müssen vor dem Herrn, ja, für all deine Schulden, die du aufgebürdet hast. Dann werden sie gesühnt, dann kommt nämlich der Schuldensühner. Der Schuldensühner, ganz genau. Der Sensenmann und der Schuldensühner. Ja, wir haben in Deutschland ja auch schon gesagt, 50 Milliarden dieses Jahr nochmal. Wenn wir noch oben drauf packen auf die 190, die wir eh schon haben. Klar, du wirst sagen, kein Problem, Geld kommt vom Himmel geregnet und sonst wie. Irgendjemand muss es zurückzahlen oder es muss weginflationiert werden. Also irgendwas muss passieren. Ja, Inflation wird kommen. Aber du brauchst eine richtig kräftige Inflation, damit das wegkommt. Ich meine, die Bundesbank sagt jetzt schon, in Deutschland können wir dieses Jahr 3% kriegen. Würde ich auch mal teilen. Das ist natürlich deutlich über ein EZB-Ziel. Die Notenbanken werden es auch zeitweise zulassen. Sie werden es zulassen müssen. Ja. Siehst du, und was passiert dann?
genau. Ja, und dann werden wir etwas stärkere Inflation bekommen. Siehst du? Und dann ist wieder unsere Frage, wie sind wir richtig aufgestellt? Ja, ich sage mit guten Aktien, auch vor allem aus dem Technologiesektor. Und ich glaube, dass die guten Technologiewerte, und ich glaube einfach, deswegen ist es dieses, was ich sage, ja, so nach dem Motto, du magst die Welt, wie sie ist. Ich finde halt manche Aktien überbewertet, ja, weil sie eben kein vernünftiges, an meiner zukunftsfähiges Geschäftsmodell haben, wie irgendwelche Wasserstoff-Hype-Aktien, die irgendwie Wasserstoff-Tankstellen bauen, wie Nell. Aber meiner Meinung nach wird man keine Wasserstoff-Tankstellen im großen Stil brauchen, weil Wasserstoff ineffizient ist, weil sich Wasserstoff nicht durchsetzen wird bei PKWs und weil es dann auch kein flächendeckendes Wasserstoff-Tankstellennetz geben wird. Ganz einfach. Ja, das Gleiche glaube ich von Bitcoin. Auf der anderen Seite glaube ich an E-Auto-Hersteller wie Tesla, zu teuer momentan, aber natürlich immer noch sehr interessanter Artikel jetzt auch in der Welt von einem Wagniskapitalfinanzierer, der halt auch wieder schreibt, Tesla ist um eine Fahrzeuggeneration den deutschen Autobauern voraus und Apple wird in ähnliche Dimensionen vorstoßen und auch den deutschen Autobauern das Leben schwer machen, kann man heute lesen. Tome heißt er, glaube ich, ne? Ja. Spannende Geschichte. Und und deswegen finde ich, man muss sich momentan einfach jedes, was man im Depot hat, genau anschauen und einfach nochmal hinterfragen, ist das jetzt wirklich eine Aktie, an die ich glaube? Glaube ich, dass deren Geschäftsmodell im besten Fall die Welt verändern wird, aber vor allem auch zukunftsfähig ist. Bei den Technologieaktien und bei den Standardwerten muss man halt sich fragen, ist das zukunftsfestes Geschäftsmodell und liefert es mir wenigstens vielleicht dann solide Dividenden? Ja? Ist es ein guter Puffer in meinem Depot? Das würde ich mich fragen und so habe ich jetzt auch eben einige meiner Aktien, die jetzt extrem unter Druck kamen, in Frage gestellt. Ich habe manches verkauft. Ich habe auch vor allem aber auch, ich habe ja schon Ende des letzten Jahres gesagt, ja, ich schichte ja zunehmend um von Gewinnen aus dem Technologiesektor, was gut gelaufen ist, dass man auch mal Gewinne mitnimmt. Ja, das ist ja mal meine alte Regel, 100% Gewinn, dann einfach mal die Hälfte verkaufen und dann kann man das andere wieder schön laufen lassen. Das andere steckt man dann mal so ein bisschen in Dividendenwert und sowas. Wenn man das gemacht hat, hat man jetzt auch da ein bisschen Puffer, ja. Und jetzt habe ich aber wieder einfach ein paar Dividendenwerte versilbert, ja. Und ich sehe jetzt eher, ja, versilbert. Ich habe Münchner Rück, Allianz rausgehauen. Hast du wirklich? Ja, da ist mir einfach auch viel zu viel Anleiherisiko in den Depots, das die haben. Ja. Hab die verkauft, habe ein paar andere so Dividendensaler verkauft und nutze jetzt die günstigen Kurse meiner Meinung nach bei Technologieaktien wie Warta zum Beispiel. Also Warta habe ich jetzt wirklich nachgekauft, bis da habe ich wirklich mir blutige Hände geholt von diesem Warta-Messer, das da irgendwie ins Bodenlose fiel. Aber wir wollen ja die Einzelnen auch mal durchgehen. Genau. Ich sage nur, so habe ich es gemacht. Ich würde nie sagen, wir geben ja hier, wir haben ja unseren schönen Disclaimer hier heute. Jetzt einen neuen Disclaimer vorne drin. Um es nochmal ganz deutlich persönlich zu sagen, es sind wirklich nur Ideen, was wir hier machen. Ja. Und ich hätte auch vielleicht doch lieber noch mehr früher verkaufen sollen. Bei eHang zum Beispiel habe ich überhaupt keine Gewinne mitgenommen. Die waren einfach nur, und ich dachte mir noch bei 120, eigentlich solltest du jetzt mal so die Hälfte verkaufen. Mhm. Habe ich nicht gemacht. Ja, hat mich geärgert. Ja, dann wurde ich aber ausgestoppt bei manchen Kursen, aber manchmal auch zu tief. Also so, das ist Einzelschicksal. Ja, aber trotzdem habe ich jetzt auch wieder die Chance genutzt, dann sozusagen außerhalb des CFD-Bereichs die Aktie in Natura mal ein bisschen nachzukaufen. Aber ich finde, das sind jetzt momentan, haben wir eigentlich eher bei guten Technologieaktien eher Kaufkurse. Ich finde andere, die gehypt sind, die überhypt sind, auch die Stay-at-Home-Aktien, finde ich nach wie vor überbewertet. Und wir hatten ja auch schon mal, als wir unsere Impfstoffsendung hatten, glaube ich, damals, als die Impfstoffe dann kurz vor der Zulassung waren, rechtzeitig gesagt, lieber Zoom jetzt verkaufen und in Lufthansa reingehen. Mhm. Das war eine Idee, die eigentlich funktioniert hat. Und aber momentan wird die Idee jetzt natürlich von vielen entdeckt und jetzt sagt irgendwie die Deutsche Bank in Amerika auch, man muss jetzt unbedingt die US-Airlines kaufen, die dann aber schon wieder echt extrem hoch geflogen sind. Also jetzt ist man damit auch ein bisschen spät dran. Findest du? Also ich finde noch, man kann noch ein paar zurückgebliebene Aktien kaufen. Ja, zurückgebliebene. Aber muss zurückgeblieben im BASF habe ich jetzt letztens mir ein paar gekauft. Das finde ich, die super auch. Die habe ich noch. Die hast du noch? Da habe ich letztens jetzt ein paar wieder dazugeholt. Dann kann man auch mal
weiß ich nicht, sowas, so ein Zockerwert Jet 2, das ist so eine Billigfluglinie, okay, aus Großbritannien, musste gerade gerettet werden, kurz vor der Pleite, okay, gab es eine Kapitalerhöhung, aber die haben jetzt ihre Hütten halt auch voll, weil alle Briten jetzt ins Flugzeug steigen. Ja, und das kann man auch noch, dann gibt es sowas wie Marriott oder, ja, oder wie Fast Resort, es gibt ganz, ja, viele, ja, so ganz viele so hier Sachen, ja, die, oder Amadeus wäre so ein klassischer Wert, wo du einfach so Öffnungsaktien hast, oder Airbus wäre nochmal aber was. Aber wenn man die jetzt kauft, die jetzt, wo sie wieder hochfliegen, wo jetzt diese sehr eingepreist ist, schon ist man halt einfach spät dran, finde ich. Man ist jetzt nicht früh dran. Die Entwicklung, ja, war ja absehbar, als es einen Impfstoff gab. Ja? War klar, früher oder später werden wir dahin kommen. Wir sind ja eh noch nicht da. Ja? Aber genau, es ist das Ziel jetzt zum Greifen näher, ja, mit Großbritannien, der es mal konkret sagt und was denkst, was in Deutschland los ist. Und du siehst, was da passiert. Man glaubt ja einfach nicht mehr dran, dass irgendwann mal so ein Bund-Länder-Gipfel kommt, wo dann abends um 9 die Merkel da sitzt. Ja, wir haben jetzt einen Fahrplan gemacht für die Öffnung, also Naja, wenn du nur 4% deiner Bevölkerung geimpft hast, ich meine, das ist ja immer noch wirklich ein, ich will es jetzt nicht nochmal sagen, aber ja, ja, aber die Bevölkerung ist ja auch sehr wählerisch, ja, das also kommt dazu. Befreundete Zahnärztin hat jetzt erzählt, sie hatten jetzt alle die Möglichkeit in der Praxis mit einem AstraZeneca-Impfstoff, mhm, geimpft zu werden und dann haben die werten Zahnarzthelferinnen aber alle gesagt, nee, AstraZeneca möchte ich aber nicht, da möchte ich erst noch ein bisschen ein paar weitere Studien abwarten. Ja gut, wie, kannst du auch noch 10 Jahre warten, ja, und dann, also das ist halt dann auch ein bisschen das Jammern in Deutschland auf hohem Niveau, ja, also du wirst, muss man wenn, auch sagen, wenn die, wenn muss morgen, auf, also wenn du morgen einen Termin bekämpfst und die würden dir sagen, Mensch, Dietmar, AstraZeneca, ja, würdest du sofort nehmen? Ja, natürlich würde ich nehmen. Gut. Ist doch kein Problem. Ja, also hat man halt... Klar, da darfst du nicht nach Südafrika fahren. Mein Gott, das kommt halt vor. Mein Gott, da hast du halt Brasilien ausgenommen und Südafrika solltest du besser nicht Urlaub machen. Hast halt so eine Liste, wo du halt besser nicht hinfährst. Aber kann man machen. Ja. Es geht auch nicht in erster Linie, dass man jetzt sofort nach Südafrika Urlaub macht. Die haben alles, was Kommunikation anbetrifft, ich war in Südafrika, versemmelt. Ich war in Brasilien. Ja, ja, natürlich sind immer die schuld, aber den Einzelnen trifft schon auch eine Verantwortung. So. Gut. Übrigens, was, auch da, mit reingepackt, wo, was deine These stützt, also oder stützen würde, ist, ich habe ja mit Jan Beckers gesprochen, das ist ja der Fondsmanager vom BIT, Global Internet Leader, ist ja dieser wunderbare Hype-Fonds. Und den habe ich auch mal gefragt und genau die gleichen Sachen gestellt, ob jetzt, wenn die Leute in Urlaub fahren, ob sie nicht die Kohle auf den Kopf hauen und nicht mehr investieren. Und er sieht das, er meint, 1 bis 3 Jahre haben wir noch gute Zeit an den Aktienmärkten. Er selbst ist auch hoch investiert noch und war auch ein Optimist, was Kryptowährung anbetrifft. Das fand ich auch faszinierend. Und dann hat er noch erzählt, wie er seinen Fonds managt. Es ist ja immer die Frage, wie hat den er das geschafft? Den habe ich ja hier auch schon mal als Idee, genau, schon vor langer und er hat Zeit jetzt 250% gemacht im letzten Jahr beispielsweise, also auf Jahressicht. Und er hat erzählt, also war fand ich interessant, leider ist er ja sehr intransparent, also er gibt nie die Werte, legt nie die Werte offen, die er investiert. Aber er hat gesagt, dass er 2 bis 4 Mal im Jahr sein gesamtes Portfolio dreht. So, also es ist halt fast schon wie ein Trader, muss man da schon sagen. Und er halt immer sagt, er guckt immer die Werte, er versucht immer vor der Welle zu sein. Mhm. Also bevor diese Working-from-Home-Aktien da waren, war er in dem Working-from-Home drin. Dann waren die ja irgendwann vorbei, da war ja Zoom vorbei und sonst wie. Und dann war in der nächsten Welle drin, Online-Broker. Und dann war die nächste Welle vorbei und dann hat er das gemacht. Und er versucht immer diese Wellen zu machen und meint, er wäre da so geil drin, das wird er auch weiterhin kriegen. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, ich investiere jetzt in Ihren Fonds ein paar Euro. Und wenn der Chaffetz investiert, genau, und wenn der Chaffetz investiert, dann ist es vorbei. Und dann sagt er zu mir so, nee, da bin ich sehr confident, dass ich das weiter aufrechterhalte. Und er hat gesagt, 25-30% hat er ja mal versprochen und er wird sagen, viel mehr noch dieses Jahr. Da muss ich gestehen, das erinnert mich wirklich so an diese, wie hieß der, Duck UI Internetfonds zum neuen Markt. Da waren genau ja, diese, da waren genau mal, ja, solche ja, Menschen, die genau mir die gleichen Geschichten erzählt haben. Also ich bin jetzt auf jeden Fall, bin ich auch investiert und wenn Jan Beckers das Ding versemmelt, ist jetzt nicht, der, ist nicht das Familiengeld weg, aber ich habe jetzt ein Drittel Euro verkauft von dem Fonds, hast den du? Ich hatte. Ja, ich habe den mir damals ja geholt, nachdem ich ihn vorgestellt hatte, weil das mich wirklich, meine eigene Vorstellung nicht so überzeugt hat. Ja. Nee, die Idee ist ja der super. Der ist seitdem auch dann nochmal 80% oder sowas. Nee, der hat nochmal 100 nein, gemacht. Aber seitdem ich der ihn hat habe, nochmal 100, seitdem du ihn, seitdem nicht empfohlen, sondern eine Idee seitdem hattest. Seitdem ich ihn gekauft habe. Achso, das kann sein, dass du da ein bisschen, habe ein bisschen gezögert vielleicht, ne? Aber gut, ja. 100% Ideen, ja, hier von Defner. Oh. Jetzt habe ich mal ein Drittel verkauft, aber ich glaube schon, dass er insgesamt ein gutes Händchen hat, weil das, wie gesagt, das Entscheidende ist, vor der Welle zu sein und der Börse einen Schritt voraus genau, zu sein das meinte, und das wär's.
nicht jetzt Fluggesellschaften zu kaufen, weil dann ist man einfach im Zweifel auf der Welle oder, wenn man Pech hat, schon ein bisschen nach der Welle. Ja? Aber gut, kann jeder selber entscheiden. Muss jeder selber entscheiden, weil er auch die eigene Verantwortung dafür trägt. Ich finde ja immer noch diesen Hedonismus-ETF, also diesen Luxury Amundi S&P, wo diese ganzen, wo auch so Reisekonzerne mit drin sind. Das finde ich ja immer noch eine schöne Sache. Also wenn man LVMH Hedonismus, hast du ja bei alles auf Aktien heute vorgestellt. Hatten wir auch, ja. Ich meine, ist aber jetzt halt auch auf Allzeithoch extrem gut gelaufen. Ja. Natürlich haben die jetzt auch vieles richtig gemacht. Tiffany, glaube ich, dann doch einigermaßen in der Krise günstig geschossen. Noch günstiger wahrscheinlich geschossen. Relativ, die haben auch einfach, ja. Und ich meine, so ein Tiffany ist dann schon was, ne? Das glaube ich, Diamonds are a girl's best friend. Ja. Das ist ein gutes Investment gewesen, denke ich auch. Und ich denke immer an die Kollegin Tatjana Ohm, die ja immer sagt, LVMH, da weiß ich, was ich habe. Also hat sie dann die Hundeleine von LVMH, die haben ja so Ledersachen. Die hat, glaube ich, nur der Christian Röhl. Christian Röhl ist ja auch ein großer LVMH-Fan. Stimmt. Ja. aber... Gut, dann besprechen wir jetzt mal die Einzelwerte. Noch ein paar Defner-Ideen hier. Ein paar Defner-Ideen. Ja. IHANG war ja die erste Idee. Da gab es ja diese Hedgefonds-Studie, wo, insinuiert wurde, würde ich mal sagen, dass da Betrug vorliegt. So, also es waren ja 33 Seiten. Ich habe mir den Bericht mal durchgelesen, was ja immer bei diesen Hedgefonds-Studien der Fall ist. Jeder kann sich runterladen, also er ist frei verfügbar, damit auch möglichst viele Leute es auch lesen. Und was ich an dem Bericht spannend fand, waren halt die Bilder. Also die haben halt eines der Werke besucht und da haben sie einen einzigen Mitarbeiter angetroffen, der so irgendwie auf der Straße vor dem Tor saß mit so einem Handy in der Hand und haben dann so einen Pfeil dran gemacht. Das war noch der meistbeschäftigte Mitarbeiter, den wir angetroffen haben. Und sonst hast du halt lauter leere Hallen und leer alles gesehen und war halt nichts zu sehen. Und sie haben halt so ein bisschen den Eindruck vermittelt, ja, irgendwie scheint da nicht richtig Betrieb zu sein und vielleicht erzählen die uns mehr als da war. So, und das haben sie ganz gut aufgeschrieben. Die Aktie ging 70% nach unten, hat sich am nächsten Tag wieder ein bisschen erholt, aber hat sich nicht wirklich wieder erholt so richtig, weil sie ist jetzt wieder im Sinkflug und du hast dir als Aktionär hast es wahrscheinlich dir genauer angeguckt. Ja, den Shortbericht jetzt auch nicht so genau, sondern mehr das, was an Repliken kam von IHANG und an Antworten. Da gab es auch ein großes Interview des Unternehmensgründers, der dann einfach die einzelnen Punkte da auch nochmal aufgreift. Auch das kann man sich dann wirklich nochmal in Ruhe durchlesen. Da gab es ja wirklich so viele Vorwürfe, dass man zum Beispiel irgendwie fingierte Umsätze mit einem Aktionär macht, der eben beteiligt ist am Unternehmen. Da haben sie einfach gesagt, dieses Unternehmen, der Kunde ist, der ist eben nicht Aktionär. Und dann ging es um die Frage, ob jetzt die Motoren, die da eingesetzt werden, zu schwach oder zu stark seien. Also viele dieser Dinge wurden dementiert und interessanterweise gerade diese Geschichte, was natürlich dann das mit dem Video, ne, das ist natürlich, sorgt natürlich für besonders viel Aufsehen, weil die Bilder natürlich auch eine eigene Sprache sprechen. Mhm. Da hat aber IHANG dann auch wieder ein anderes Video gepostet von Überwachungskameras, wo sie diesen mutmaßlichen Eindringling dann gefilmt haben, wie er sich auf dem Werksgelände bewegt hat. Und da kann man wiederum sehen, dass er sehr wohl Arbeitern und Mitarbeitern von IHANG begegnet ist, die teilweise sogar Drohnenteile dann an ihm vorbeigetragen haben. Nur allein, das hat er das halt nicht gefilmt, sondern er hat halt manipuliert, ja. Er hat halt einfach nur gefilmt, wo es nichts zu sehen gab. Die haben dann die Halle einfach vor ihm vorher ausgeräumt, damit sie den Eindruck vermittelt haben, die Halle ist leer oder was? Nein. Also das waren Überwachungsvideos, wo man diesen Menschen sieht. Ja, aber die Hallen sind ja leer, wenn du sie da hinkommst. Ja gut, aber du kannst ja volle und leere und die sagen auch, die haben ein riesiges Werksgelände und sagen, wir bauen auch an anderen Orten eine Produktion auf. Und wie gesagt, es sind da durchaus auch Menschen mit Drohnenteilen an ihm vorbeigelaufen. So. Und da findest du wahrscheinlich auch mal eine leere Halle, wenn du irgendwo rumlaufst. Mhm. Also ich war auch nicht selber vor Ort und hab's nicht, wir können beide das auch nicht wirklich letztendlich bewerten, aber man kann mit Bildern schon auch sehr viel manipulieren und sehr viel Eindruck erwecken, wenn man einfach nur die leeren Ecken filmt von so einem Werksgelände, ja, und sowas findet man dann auch immer. Und
Ich meine, der Kurs ist vorher extrem angestiegen gewesen. Ja, ich habe sie ja vorgestellt bei $25, so Anfang des Jahres. Im Dezember war sie noch bei $7 und dann ist sie jetzt hochgestoßen auf $125. Das war natürlich ein Senkrechtstart wie einer E-Hang-Drohne. Ja, und das schrie natürlich auch, wie gesagt, ich ärgere mich einfach, dass ich da nicht irgendwie die Hälfte der Position verkaufe. Ich wollte es eigentlich machen und bin da irgendwie nicht dazugekommen und plötzlich ist dieses Ding abgeschmiert. So, da ärgerst du dich. Aber so ist es halt. Und was jetzt mal tun? Ja, so, nein, aber ich will nur sagen, das schrie natürlich nach einem Leerverkäufer, der sagt, das muss ich jetzt dringend nach unten prügeln. Und da wird halt dann so ein bisschen was zusammengeschrieben. Und da musst du schon vor Ort sein. Da musst du schon klar, mal hinfahren. Haben die auch das schon ist länger, schon eine längere Recherche. Die haben schon nicht erst bei 125 angefangen zu recherchieren. Also aber ehrlich, das ist jetzt ein bisschen... Mitte Februar war, aber das ist ja, die Aktie war ja vorher, die haben halt in den steigenden Kurs hinaus sich das mal unter die Lupe genommen. Okay, dazu sind auch Leerverkäufer da, dass man auf kritische Punkte aufmerksam macht. Aber ich persönlich glaube einfach, dass da vieles vielleicht überbewertet wurde und das ist nicht irgendwie jetzt hier, es ist kein Fall Nikola, wo man wirklich irgendwie so irgendwie suggeriert, dass da irgendwas fliegt, was nicht fliegt. Man kann sich zum Beispiel, wer interessiert ist, also diese Dinger fliegen ja wirklich so. Sie sind in mehreren chinesischen Städten, in mehreren Ländern sogar gibt es Testflüge. Sie haben 10.000 Testflüge unfallfrei absolviert in mit Menschen drin. Mit und ohne Menschen. Okay. Also die weil das war ja hauptsächlich auch ein Vorwurf, ohne Menschen. Dass es angeblich mit Menschen nicht fliegen würde, weil die Motoren zu schwach werden. Das kann man sich zum Beispiel, das ist ganz interessant, wer immer jetzt interessiert an E-Hang, sollte sich bei YouTube ein Video anschauen von Galileo aus dem Hause ProSieben. Die haben nämlich am 2.2. diesen Beitrag eingestellt. Lief wahrscheinlich ein paar Tage vorher in der Sendung oder am gleichen Tag. Autonome Taxidrohne, Galileo-Reporterin Anne wagt den Probeflug. Und sie waren zuvor sowohl in China und haben hier mit Kamera dokumentiert, hier diesen Probeflug gemacht mit einer E-Hang-Drohne. Und sie waren auch in Österreich bei FACC, wo ja auch E-Hang-Drohnen gefertigt werden und teilweise eben auch mitentwickelt wurden. Das ist ja ein renommierter Flugzeugzulieferer, der für alle großen Airbus und so weiter arbeitet. Das ist jetzt auch kein Scheinunternehmen mehr. Und wer auch immer, also es ist definitiv einfach kein Ding, das irgendwie sich irgendwas erfindet, sondern es ist das Drohnenunternehmen, das am weitesten ist in der Entwicklung und am meisten Flüge schon absolviert hat. Und ob das natürlich dann dasjenige ist, das wirklich die Zukunft macht. Es gibt ja viele andere, auch deutsche Mitbewerber. So viele Lilium, gibt's. Lilium 100. Ja. Lilium, die haben wieder ein bisschen anderes Konzept. Mhm. Die fliegen ein bisschen weiter. Ja, E-Hang haben ja jetzt erstmal nur 35 Kilometer Reichweite, glaube ich, sowas. Und wollen aber auch wieder stärkere Motoren, stärkere Batterien. Das ist ja auch dann Quantensprünge. Das ist ja wie bei der E-Mobilität auch, dass mit jeder Batterie es wieder besser wird. Aber entscheidend ist doch, dass man da schon mal in der Luft ist und da einen Vorsprung hat. Die haben auch im Handelsblatt neulich, da gab es so eine Patentaufstellung von Drohnenanbietern. Also das waren die absolut führend und kann man sich wirklich mit beschäftigen. Und für mich waren das jetzt eher wieder Nachkaufkurse. Ich habe da wieder nochmal, nachdem ich teilweise ausgestopft wurde bei CFD-Position, aber die Aktie in echt wieder nachgekauft und die ist jetzt weiter volatil. Die wird auch volatil bleiben, weil solange so ein Shortseller im Markt ist. Und das hat sich bei Tesla, es erinnert mich wirklich an die Anfangszeiten von Tesla, hier in unserem, nicht in Anfangszeiten, aber als wir im Podcast angefangen haben, über Tesla zu sprechen, als die Aktie viele solche auch, Short-Angriffe. Ja, wo es solche Short-Attacken gab, wo die Tesla-Aktie damals enorm unter Druck kam und damals eben bis auf $180 runter und das Ganze vor dem Split, also muss man nochmal durch 5 dividieren, also auf $40 umgerechnet, dafür konnte man eine Tesla-Aktie kaufen. Und jetzt ist eine E-Hang-Aktie bei $40, die wird so schnell nicht auf 800 Milliarden Marktkapitalisierung steigen, aber ich glaube, dass es jetzt eher Kaufkurse sind, aber es kann auch noch weiter turbulent bleiben, das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, sie sind einfach führend in dem Markt und das ist dann schon eine Marktkapitalisierung von ein paar Milliarden wert. Ich weiß gar nicht, wo sie jetzt aktuell liegen. 2, Milliarden. Das ist eigentlich kein großes Geld, keine Überbewertung für sowas, das ein Unternehmen, das so weit ist. So viel. Gut, Ian, dann haben wir noch Warta. Das ist ja auch einer meiner Werte. Mhm. Die habe ich ja irgendwann mal, weiß ich noch, ich glaube zu 90 oder so, hier auch mal vorgestellt. Ja, dann hast du sie auch noch mal vorgestellt. Die waren ja hier. Da warst du der Erste, muss ich auch noch mal immer noch mal lobend anerkennen. Ja, du hast die frühzeitig entdeckt. Damals war ich skeptisch. Ja, und jetzt bist du Optimist. Und jetzt muss ich sagen, Warta hat mich jetzt ein bisschen, ich war so ein bisschen schlecht gelaunt, muss man gestehen. Also die Kommunikation, die haben vorher noch
so einen Tweet losgemacht, irgendwie der große Freedom Independence, irgendwas Elektro, weiß, hast du nicht gehört, Tag. Haben sie versprochen für den Tag, an dem sie Zahlen vorlegen. Und jeder hat dann spekuliert im Markt, was heißt denn das? Wollen die uns jetzt sagen, dass sie groß in den Markt für Autobatterien einsteigen? Da hatten sie ja auch irgendwie Zusagen von der EU, Subventionen und so weiter. Und alle haben gedacht, oh, jetzt kommt was ganz Großes. Und dann haben sie noch einen Tag vor den Zahlen, haben sie dann auf einmal eine Dividende verkündet, dass sie 100 Millionen auszahlen. Jeder Aktionär kriegt jetzt eine Dividende. Und dann dachte ich so, wenn ich wirklich investieren will und wenn ich wirklich einen neuen Bereich fett angehen will, dann kann ich nicht einfach eine Dividende jetzt ausschütten. Da merkte ich schon an dem Tag vorher, das ist wirklich nicht gut. Und dann passierte auch, was passieren musste. Die Aktie ist am Tag, als die Zahlen, die waren ja gut, die Zahlen, aber der Ausblick war mäßig bis saumäßig. Vielleicht war es auch untertrieben, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Aktie dann nochmal gefallen und seitdem ist sie eigentlich jeden Tag mit unter den Verlierern zu finden. Und nicht, dass ich jetzt verkaufen würde, ich würde langfristig jetzt an dem Ding festhalten. Aber ich finde so ein bisschen die richtig coole Equity-Story, dass sie jetzt ihren Erfolg bei den kleinen Batterien, die für diese AirPods oder für andere Kopfhörer da sind, wo sie einen wirklichen Erfolg gemacht haben, dass sie das jetzt fortsetzen und möglicherweise die Technologie auch irgendwie auf Elektromobilität ausweiten und dass sie da nochmal einen richtig neuen Hebel reinbekommen. Das ist, diese Idee ist erstmal dahin. Und deswegen finde ich, ist die Aktie diese ganz großen Sprünge, meines Erachtens, wird die nicht erleben. Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich bin bei dir, was mich auch wirklich genervt hat, war die Marketinggeschichte. Das war ja wirklich so eine Luftnummer. Da haben sie einen Eindruck erweckt, ja, indem sie diesen Independence Day am 18. Februar ausgerufen haben. Das ist der World Battery Day übrigens. Ja. Gibt es wirklich. Und das war ja dann ein Hype, der entstanden ist und alle haben rumspekuliert, was kommt denn da? Wird jetzt Warta endlich die große Autobatterie vorstellen oder noch irgendwas total Epoche-Machendes? Also wenn man so Erwartungen anheizt, dann muss man irgendwas auch liefern. Ja? Da haben sie gedacht, wir machen jetzt mal einen auf Apple oder auf Tesla mit dem Battery Day und dann irgendwie so eine Luftnummer zu starten und dann sagen, und wir haben jetzt einen neuen Markenclaim, Empowering Independence, ja, das war dann der Gag, ja, den man Tage vorher anhypt, ja. Also diese Marketingabteilung, die sollte sich mal wirklich einbestellen. Also das ist wirklich eine Frechheit. Einbestellen, sehr schön. Ja, und auf der anderen Seite das Management, das dann wiederum einen wirklich total, die kommen ja aus Ellwang, aus dem Schwabenländle, ja, also an der Grenze zu meiner Heimat, ja, nahe an meiner fränkischen Heimat, ja, aus dem hoheloischen Frankenland, das zu Baden-Württemberg gehört. Und da macht man ja eher konservative Prognosen. So würde ich jetzt einfach mal diese Prognose einschätzen. Ja, die Marketingabteilung ist wahrscheinlich irgendwo zugezogen. Und deswegen haben sie halt einfach nur diese 940 Millionen Euro Umsatzplus von 8% prognostiziert. Und im Vorjahr waren es ja 47% Umsatzzuwachs ohne die Haushaltsbatteriespart, die man dazu gekauft hat. Und das Geschäft brummt bei Warta mit den Knopfbatterien. Das ist ja, Apple verkauft ja gar keine Kabel, Ohrhörer mehr, sondern im Prinzip ist das jetzt der AirPod, den Warta beliefert und die anderen. Mit Samsung hat man einen jahrelangen Liefervertrag abgeschlossen, ja, im August, ja, und jetzt kommen wieder Analysten und sagen, ja, aber die haben ja Konkurrenz wie Samsung SDI. Ja, aber ich meine, Samsung bestellt von Warta Batterien, Knopfzellen, also ich meine, die haben schon eine einzigartige Marktstellung und da muss man sich nicht so viel Sorgen machen und die werden in dem Jahr viel stärker durchstarten. Die haben jetzt eine konservative Prognose gemacht, aber dass jetzt die Analysten kommen, das ist, was jetzt die Warta-Aktie seit Tagen unter Druck bringt. Ja, es gibt keinen Analysten mehr, der kaufen sagt. Bärenberg ist als letztes umgefallen und hat jetzt von Buy auf Hold herabgestuft. Die haben immer wenigstens noch ein Kursziel von 130 Euro. Aber Warburg Research, die haben von 85 auf 30 nochmal runtergestuft, eben mit dem Argument, ja, zunehmende Konkurrenz. Und das hört man jetzt schon wirklich so lange. Ja. Und trotzdem hat Warta, das hat man im letzten Jahr vor allem die ganze Zeit gehört, trotzdem hat Warta dann den Liefervertrag mit Samsung wieder unterschrieben und sich im Zuge dessen eben auch im Patentverfahren übrigens geeinigt. Das sind wirklich, Analysten sind in dem Fall wieder mal die totalen Kontraindikatoren. Und wenn keiner mehr kaufen sagt, dann muss man die Warta-Aktie kaufen. Dann sagt der Defner kaufen. Und ich habe wirklich jetzt die letzten
Tage gekauft, bis die Hände blutig waren, in dieses fallende Messer gegriffen und heute nochmal immer wieder, und ich habe bei 130 angefangen, jetzt habe ich runter bis unter 110, ging ja heute bis auf 106 runter. 105,10. Hab vieles genau andere, zu sagen. Ja, und habe vieles andere verkauft und habe einfach jetzt hier Warte aufgekauft, dass ich jetzt aufgekauft. Dabei, aufgekauft. Jetzt ich bin bald im meldepflichtigen Bereich, ja. Bei Warta. So ich guck mal, ob du schon bei der Ownership hier auftauchst, bei Bloomberg. So schnell geht's nicht. Nee, die Montana Tech Group ist noch der größte. Okay, und dann, also ich habe gedacht, das kann es nicht geben. Das solche Ausverkaufspreise, da muss man einfach zugreifen, ja. Und dann haust du dann irgendwie sowas raus wie Münchner Rück oder was auch immer, was ich dann so dafür verkauft habe. Selbst die Hälfte Telekom, die halbe Telekom-Position musst du auch dran glauben. Die ist doch noch gar nicht durchgestartet. Die ist noch nicht durchgestartet. Die ist doch tot am Loch seit Wochen. Ich musste alles liquidiert, was ich liquidieren konnte, um hier. Ey, Defner, ich mache alles falsch, was ist nicht die Regel. Dir glauben die Leute, dir vertrauen die Leute, dir folgen die Leute. Also man muss jetzt nochmal sagen, diese wunderbaren Tech-Aktien wie eHang, wie Warta, wie sie alle heißen, das hat in einem Standardportfolio, ich würde es nicht zum Standard- oder Basisportfolio sehen, gehört zum Venture-Portfolio. Und jetzt muss man sich als junger Mensch, kann man wahrscheinlich sein Venture-Portfolio 30%, kann man wahrscheinlich seines Portfolios, kann man auch in diese Venture-Position machen. Da habe ich nicht kein Problem mit. Wenn man etwas älter ist, würde ich vielleicht nur 10-15% da machen. Aber das ist ein Venture-Portfolio. Und es gibt viele, gerade wenn man jetzt, ich habe von jemandem gehört, der irgendwelche Facebook-Gruppen Trade Republic ist, die bringen jetzt ihre Depots, filmen die und zeigen die rein. Und da hast du nur diesen Kram. Das ist nur diese Hype-Aktien oder Story-Stocks, das ist kein Portfolio. Man hat ein Basis-Investment und dann kann man drumherum auch diese Hype-Dinger machen. Und das sollte man nie vergessen. Und diese Sachen, die jetzt Dietmar hier erzählt hat, oh, habe ich meine ganzen Standardwerte verkauft, um mir weiterzukaufen. Aber ehrlich, das ist... Ich danke dir herzlich für die Risikobelehrung. Das ist ganz wichtig. Sagen. Das musst du unbedingt jetzt sagen, weil dafür habe ich dich hier als Korrektiv, ja. Und wirklich nicht zur Nachahmung empfohlen. Ich sage nur, was ich gemacht habe. Ja? Jeder muss selber tun, was er für richtig hält. Gut. Aber Warta ist für mich jetzt als Dividendenzahler ja schon fast ein. Also ist jetzt für mich die beste beider Welten. Die haben ja jetzt halt mit 2,50 Euro Dividende und bei unter 110 Euro Einstiegskurs hast du ja schon wieder eine Dividendenrendite von um die 2%. Ja, da hast du ja schon quasi dann einen Dividendenwert und hast natürlich eine wunderbare Wachstumsstory. Und meine Fantasie. Dividendenwert. Wieso? Die zahlen dafür Dividende. Dafür habe ich Deutsche Telekom oder irgend so ein Kram. Aber oder bewegt sich halt die Aktie nicht über Jahrzehnte. Das ist halt dann das andere. Ich bin ja auch ein Fan von der Telekom vorgestellt bei all den 21 Ideen für 21. Aber ich habe so gemacht. Ich würde es auch nicht empfehlen. Ja? Und man sollte eigentlich die Positionsgrößen im Depot vielleicht auf 10% begrenzen, sollte man machen, nach Lehre. Wie eine Position. Du hast Warta jetzt mehr als 10% in deinem Depot. Ja. Ja, gut. Gut. Ja, gut, dann sollten wir da auch eine Wette drauf machen. Sag doch mal, was du dir vorstellst, jetzt, damit wir jetzt mal ungefähr wissen, worüber wir hier reden. Ja, also die war ja jetzt, und man muss jetzt diese. Zuletzt kam es ja in diese ganzen Reddit-Welle ja auch schon hochgeschossen. Es gab zwei Wellen. Eine Welle Reddit, als die Shorts sich eindecken mussten. Und dann gab es auch noch mal eine Welle danach. Und dann gab es noch eine Welle, die auf den Battery Day dann gewartet hat. Ja. Und die wurden jetzt alle enttäuscht. Ja. Und jetzt ist die Enttäuschung groß. Und wahrscheinlich kommen auch wieder ein paar Shortseller, die das Ganze nochmal weiter nach unten prügeln. Also Warburg Research ist mir da auch in dem zusammen sehr verdächtig. Aber gut. Verkaufen, haben die gesagt. 83, ja, genau. 83, also ich meine... Also meine Warte, 83. Nein, ich meine, die werden, ich bin fest davon überzeugt, dass in dem Jahr in Sachen Autobatterie, was von Warta kommt, dass sie vor allem auch von den Haushaltsspeichern... Ich gebe Ihnen mein nein, Wort, wir haben ja jetzt, Aktie. Wir haben ja jetzt die große Umstellung, dass man eigentlich für Ökostrom aus Sonnenenergie, dass man den zunehmend speichern muss, weil man, wenn die Einspeisungen auslaufen, seine Solaranlage nicht mehr so viel bekommt. Dann kommen die mit ihren Batterien für Ohrhörer und machen das? Nein, dann kommst du... Nein, aber Haushaltsspeicher, also das sollen sie tun. Da sind sie dabei, das ist ein Riesenmarkt und da gibt es so viele Märkte und wenn du so energiedichte Batterien bauen kannst, dann kannst du bestimmt auch prima Autobatterien bauen, bin ich fest davon überzeugt. So, deswegen, gut, wir waren schon bei 180 Euro, ja. Würde ich der Aktie dieses Jahr auch sofort wieder zutrauen, aber ich habe ja gelernt, ja, dass man, ich sollte nicht zu ambitionierte Wetten hier machen und deswegen sage ich jetzt einmal 150, gehen auf jeden Fall in diesem Jahr.
Also ich würde sagen 130, würde ja auch zutrauen, aber 150 halte ich für... 130 ist ja dann das höchste Kursziel der Analysten, ne? Da bist du bei Bärenberg. Würde ich auch denken, das geht noch, aber 150 halte aber ich für... Gut, dann würde ich annehmen, 150, okay, Wette ist gefixt, wird notiert und dann können wir dann... Und dann haben wir natürlich noch eine andere, K plus S, wobei sich das ja schon wieder ein bisschen beruhigt hat. Das ist ja eine der Aktien, die ja vom ganzen Rohstoffboom profitiert. Der Rohstoffboom ist ja Wahnsinn, was da gerade ist. Ist es wirklich in allen Sektoren? In allen Sektoren, ja. Also wenn ich mir, wie gesagt, Kupfer übernehme, ja, es ist wirklich, und Dr. Kupfer, das ist ja immer Dr. Kupfer, das ist ja immer das Metall mit dem PhD, ja, sag mal, also mit dem Doktortitel. Und das Metall zeigt ja mal an, was so die Ökonomie zeigt. Und wenn das ist einfach ein wunderbarer Frühindikator für die Weltwirtschaft. Und wird natürlich für die explodieren, ja. Aber das ist ja meine optimistische Sicht der Dinge schon immer gewesen, dass wenn wir all diese Damoklesschwerter abhängen und dann noch die Corona-Krise hinter uns lassen, dass uns wirklich ein, ja, dann kann halt nicht mehr alles Roaring Twenties dann bevorstehen. Ja, aber dann kann halt, wenn das rührt, da kannst du halt nicht mehr... Roared. Und nicht dann mehr. Ist halt Inflation der Preis. Ja, so. Siehst du. Und ja, dann und hast du halt bestimmte Aktien nicht mehr. Ja. Naja. Also K plus S würde man wahrscheinlich noch haben, aber die haben jetzt ein anderes Problem. Da kam ja die Aufsichtsbehörde BaFin und hat angeordnet, dass der Abschluss für 2019 nochmal untersucht wird, weil sie irgendwelche Rohstoffe anders oder Rückstellungen gebildet haben, die ihnen komisch vorkamen. Und nun wird es halt von der Bilanzpolizei, wie das immer so schön im Journalistendeutsch heißt, wird das jetzt überprüft. Und seitdem ist die Aktie zumindest, das ist dann gefallen und seitdem läuft sie so, ja, seitwärts. Wäre das jetzt auch eine Idee, was du Menschen... Ja, also da muss ich sagen, wirklich, diese BaFin, die verstehe, wer will, ja. Ich meine, bei Wirecard schauen sie jahrelang weg bei so offensichtlichen Dingen und jetzt halt müssen sie K plus S vorknüpfen und sagen, also es ging ja um milliardenschwere Wertberichtigungen, die sie im November gemacht haben, Anfang November, Wertberichtigungen auf Vermögenswerte von rund 2 Milliarden Euro. Und da geht es halt um die Kali-Reserven, die man hat sozusagen. Ja, und die haben sie halt dann, haben sie gesagt, wir haben uns bei der langfristigen Entwicklung verschätzt, der Kali-Preise, und müssen die jetzt mal anpassen, die Werte, die da noch in unseren Bergwerken schlummern. Ja, und das ist dann eine reine Bilanzgeschichte. Also deswegen haben sie halt deswegen muss man dann mit einem Konzernverlust für 2020 rechnen. Ich glaube ja, dass sie bald dann wieder nach oben stufen müssen, so wie sich jetzt die Rohstoffpreise überall entwickeln und sicherlich auch die Kali-Preise. Also habe ich jetzt nicht vor Augen, aber nachdem ja auch Agrarpreise und andere Agrarrohstoffe anziehen, werden auch die Kalipreise sicherlich nach oben schießen und dann muss man wieder Wertberichtigung nach oben anpassen. Finde ich sowieso dieses ganze Bilanzrecht mit diesen ständigen Wertberichtigungen, wenn du irgendwo, keine Ahnung, kannst du jeden Tag deine Werte anpassen an Marktpreise. Also das ist nie ein richtig aktuelles, stimmiges Bild, aber gut, dass jetzt die BaFin und die Bilanzpolizei damit mal beschäftigt sind bei dem hochsoliden Kassler Unternehmen. Also die sagen halt, wir haben alles richtig gemacht, wir haben das streng nach den Regeln gemacht. Hochsolide, also da würde ich jetzt, das Hoch würde ich mal einfach streichen. Solide. Das ist ein Unternehmen, die sind schon in der Vergangenheit aufgetreten. Hochsolide. Dann sagen wir solide. Also okay. Das ist doch keine Wirecard irgendwie. Nee, man sieht ja, jeder, der da lang fährt, sieht ja diesen komischen Berg da. Ja, also ja. Das sind so schon konservative Menschen, glaube ich, die da unterwegs sind. Also ich würde da eher denen glauben und ich glaube, dass diese Ermittlungen, dann kommt vielleicht irgendwie und sagen, das hätte der aber vielleicht doch 2 Wochen früher machen müssen und jetzt kriegt er mal ein Bußgeld. Ich glaube nicht, dass das so dramatisch wird. Für manche Analysten glaube ich schon, du musst jetzt dann Wertberichtigungen, Kapitalerhöhungen geben und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht, dass es so kommen wird. Und ich glaube weiter, dass die Story K plus S gerade erst anfängt und von dem Agrarboom, der kommen wird, profitieren wird. Und da sind wir uns ja einig, dass es einen großen Rohstoffboom da, dass der wirklich gerade erst am Anfang ist in allen Bereichen. Und dass man da einen Superzyklus, ja. Und wir haben ja in den Jahren, Mitte der 2010er, wann ging es denn zu 2013? Wann war dieser letzte große Rohstoffboom? Der aufhörte, der ging bis 2008 hoch, also ging wirklich mehrere Jahre. Wenn so ein Zyklus ist, wenn so ein Superzyklus ist, dann geht der 10 Jahre. Passiert dann. Die Frage ist halt jetzt, ob wir jetzt auch einen Superzyklus wieder haben oder ob das nur so ein einmaliger Hype ist, weil einfach zu wenig Angebot ist und einfach die Nachfrage. Aber der einmalige Hype ist ja jetzt erstmal gezündet, wird er ja von der plötzlich entstehenden Corona-Nachfrage. Genau. Und was aber passiert ist, und das ist ja immer in diesen
Schweinezyklen der Fall, dass über Jahre nach einem Superzyklus dann erstmal Kapazitäten immer wieder nach unten gefahren werden. Und das war ja auch bei Kali der Fall. Da hat ja auch K plus S enorm drunter gelitten, dass jahrelang eben die Preise gesunken sind. Und dann werden ja überall Bergwerkskapazitäten runtergefahren, Bergwerke, Minen dicht gemacht und dergleichen. Und das geht dann über Jahre. Und wenn dann aber ein Zyklus wieder in Schwung kommt, ja, dann hast du halt natürlich über Jahre auch wieder eine steigende Nachfrage. Und so schnell kannst du eben nicht wieder mit dem Lichtschalter ein Bergwerk anknipsen, sondern das dauert, bis du neue Vorkommen erschließt und so weiter. Das dauert dann ewig. Und deswegen spricht man hier vom Schweinezyklus, wie es bei Schweinen eben auch ist. Genau, nur die Frage ist, eine neue Schweinegeneration züchten. Oder ist es ein Superzyklus? Schweinezyklus wäre, dann hätten wir jetzt nochmal, da hätten wir jetzt nochmal ein Jahr, ein bisschen Boom und wäre es vorbei. Und ist ein Schweinezyklus so kurz? Schweinezyklus geht relativ dann schnell. Okay, dann habe ich jetzt den Schweinezyklus hier falsch verwendet. Nein, der Schweinezyklus ist richtig verwendet. Aber die Sache ist halt, du bringst ja wieder hin die Kapazität und dann hast du spätestens nach 2 Jahren wieder. Ja. Naja, aber das ist, glaube ich, gerade im Rohstoffsektor kannst du eben so schnell die Kapazitäten nicht erschließen. Oh. Bei Chips vielleicht noch schneller. Da haben wir den gleichen Zyklus, dass die Chip-Nachfrage jetzt enorm das Angebot übersteigt und dergleichen. Also das sind Dinge, die, glaube ich, schon die nächsten Jahre auf jeden Fall prägen werden und dann eben auch an den Börsen da in den Segmenten flügeln werden. Deswegen glaube ich an K plus S. So. Jetzt haben wir die Aktien durch, jetzt müssen wir noch unsere Bullen. Das war jetzt eigentlich unser Thema. Wir haben es ja heute nicht so richtig annonciert. Da müssen wir drüber reden, hatte ich gesagt. Da müssen wir drüber reden. Ist ich finde Thema schon, heute. Das ist ein Thema. Ja, da müssen wir drüber reden. Ja, jetzt haben die Leute es mitbekommen. Es wäre bis hierher geschafft. Wir haben gesagt, wir müssen mal sein. Grundsätzlich, genau, das war jetzt man unser Thema. Nicht, dass ihr reden. Nicht, dass ihr denkt, das war jetzt noch das Vorgespräch. Ja. Nee, stimmt. Stimmt, vielleicht sollten wir das auch mal so ein bisschen klassischer machen, so wie bei Alles auf Aktien, wo wir am Anfang sagen, heute reden wir über X, Y, Z. Boom. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen, dass man weiß da ich nicht, weiß, was kommt. Weil, aber manche beschweren sich ja immer, dass das Thema dann immer erst zum Schluss kommt und dann wieder keine und Zeit mehr ist. Und auch zu kurz ist. Diskutiert wird. Das genau. War nur heute haben wir gesagt, wir machen es jetzt mal am Anfang und dann packen wir da alles rein. Und dann haben wir aber noch auch unsere beliebten Rubriken mit das dabei, stimmt, haben ne? Wir auch. Genau. Ich würde aber noch Bär. Einmal... Ich will also einmal einen einen habe ich noch. Du hast einen. Nein, ich würde noch einen sagen, weil wir ein ganz nettes Bild. Ich habe von Daniel ein Bild bekommen mit Philippe. Philippe war so ein ganz kleines Baby. Und da muss man jetzt mal einen Shoutout sagen, weil er meint, das wäre unser jüngster Hörer. Und das Zweite, er hat schon ein Junior-Depot. Das Kind war sehr wirklich gut. Noch so klein, so neu, jetzt haue ich das Mikrofon hier fast runter, er hatte so einen Neugeborenen-Charme noch und das Kind hat schon ein Junior-Depot. Also der Mann weiß, sehr was gut. Der Zinseszinseffekt ist. Ja, und er hat gesagt, genau. Er wird ein treuer Hörer eurer Podcasts und wird ein empathischer Kapitalist. Und das ist nämlich das, was ich bin. Empathischer Kapitalist. Ja. Du bist ja der Hartherzige hier. So. Nein, das bin ich nicht. Doch. Nein, du bist ja mehr in Richtung Sozialismus hier. Nein, ich bin das. Meins ist die Empathie und du bist so der opportunistische Kapitalist, würde ich dich nennen. Ja. Doch. Und er schreibt von empathisch. Dann ich bin meint extrem mich empathisch, ja. Also ja, wenn es um deinen Vorteil geht. Wenn das Empathie ist, dann kann man sagen, gut geschenkt. Ich bin wirklich echt nah ins Wasser gebaut und kann leider immer mit, ja. Und das ist Empathie, mangelnde Empathie kannst du mir nicht unterstellen, aber trotzdem muss man natürlich gucken, wo man bleibt. Ja, gut. Also, wie gesagt, Shoutout an Daniel und Philipp. Shoutout, merkst du? Ich bin hier schon ein bisschen jugendlicher geworden, seitdem ich diesen seitdem du mit alles jungen Aktienmacher mit dem Moritz Kollegen Seifert hier bist. Bin ich hier ein bisschen frischer, merkst du das auch? Ja, ja, ich habe gesagt, er hat jetzt einen jungen. Ich hab's befürchtet. Irgendwann haust du mit dem ab und dann sitze ich hier, Defner und Defner alleine. Ja. Aber die Leute wird nicht lieben. Ich bin mir ganz sicher, dass die Menschen lieben das. Nein, so wird es mir auf jeden Fall. Nein, so machen wir das nicht. Nein, wir sind uns treu. Ich brauche ja immer noch ein bisschen diese Risikobelehrung. Der Mensch, der mich wieder auf den Boden zurückholt, ja. Auf den Boden der Realität, der mir Wasser in den Wein schüttet. Und dich jetzt um deinen Bullen bittet. Um meinen Bullen. Bitte. Mein Bulle wäre auch, jetzt habe ich mal wieder was ausgegraben, weil wir vieles schon, wir haben ganz viele Ideen schon, stimmt. Und viele Ideen und vieles ist ja auch schon gelaufen. Man traut sich ja auch gar nichts mehr zu nennen, was. Ich habe jetzt nochmal eine Aktie, die habe ich auch schon mal hier genannt, Ende 2019, aber nicht als Aktienidee, sondern damals habe ich Georg Kofler, meinen Bullen der Woche, verliehen. Ja, mein ehemaliger Chef, der damals ja ProSieben-Chef war und dann N24 damals gegründet hat. Ja. Und den Dietmar an den Flughafen in München gehängt hat. Na, das war ja nicht mehr, das kam dann später. Die Flughafenfotos waren dann erst 2006 so ungefähr. Die hingen dann aber auch fast ein Jahrzehnt, ja. Okay. Ja, habe ich ja auch neulich mal bei Instagram gepostet, was die Kollegin Tatjana Ohm das gepostet hat. So. Aber das ist eine andere Geschichte. Und in dem Zusammenhang hatte ich damals auch The Social Chain erwähnt. Das war was damals, wo Georg Kofler damals eingestiegen war.
Und die Aktie hat sich jetzt doch gemausert, beziehungsweise das Unternehmen hat sich gemausert. Es war damals noch so ein bisschen in den Babyschuhen, da war es auch noch ein bisschen, wusste man nicht so richtig, was draus wird. Mittlerweile haben die wirklich, liefern jetzt hier News in fast, ja, wöchentlichen Abstand, muss man sagen, an Entwicklungen. Ganz grob, worum geht es bei Social Chain? Sie wollen revolutionieren die sozialen Medien und den E-Commerce, also wollen im Prinzip beides zusammenbringen und sind so eine Art Influencer-Verkaufskanal. Georg Kofler hat ja auch schon mal Home Shopping in Europe 24 gemacht. Bleiben ja? Sie dran, HSE. Nur noch wenige ja? Stücke verfügbar. Dieses Ding hat er gemacht? Wie geil. Das hat er auch, das hat er auch mal gemacht. Ja, der hat ja, und 90er vieles, was Georg Kofler so angefasst schön. Hat, ist ja. einfach Gold geworden. Und jetzt überträgt er mehr oder weniger diese Idee des Home Shoppings am Fernseher auf die sozialen Medien und im Prinzip machen die das mit Influencern und bewerben halt in den sozialen Medien Produkte, eigene Marken in der Regel, und haben dazu jetzt sich ein Produktportfolio auch teilweise zusammengekauft. Sie sind auch ganz stark in den USA. Und da gab es jetzt eben, das war jetzt eigentlich der Anlass, letzte Woche eine neue Übernahme. Da haben sie die Beauty-Marke Coral aufgekauft. Das ist jetzt, die machen irgendwie Mundhygiene und, was habe ich denn hier noch? Mundhygiene? Nein, also ein bisschen nachhaltige Ernährung auch. Das ist jetzt aber nur ein und sind eben auch ein Direkt-Marketing-E-Commerce-Unternehmen. Und vorher haben sie ein digitales Mehrwegsystem, Wittl, haben sie ihr Investment erhöht. Sie haben Plenty of Meat, das ist so pflanzenbasierte Fleischalternative aus München. Ja, haben sie ja, auch. Ja, es ist so Beyond Meat für Arme. Ja, Plenty of Meat. Naja, ja, aber Plenty immerhin. Ja, aber wir haben ja gesehen, was Beyond Meat für eine Erfolgsstory geworden ist. Plenty of Meat haben sie, sind sie eingestiegen. Dann ganz interessante Entwicklung, 13.01. Ich habe hier mal einfach nur die Schlagzeilen der letzten Ad-Hoc-Mitteilungen hier zusammen kopiert. Christian Senitz zum Finanzvorstand etabliert. Der Kofler auch noch was geholt. Und Christian Senitz ist, nein, er kommt von Rocket Internet. Weißt du, das war ja schon mal. Und er war in der Erfolgszeit, in der guten Zeit bei Rocket Internet bis 2019, bis dann Samba seine eigenen Wege gegangen ist und das Ding von der Börse genommen hatte. Aber der hat damals Rocket Internet mit an die Börse gebracht. Also das ist ein Mann, und die haben wirklich auch erfolgreiche IPOs gehabt ohne Ende. Also, war Rocket Internet an der Börse jemals erfolgreich? Die haben super IPOs gehabt. Also ich aber selbst haben die doch zum Höchstpreis raus und danach ging es nur runter. Das ist ja sozusagen und für das Unternehmen. Und das nennst du jetzt erfolgreich? Naja, für aus Börse Sicht gebracht? Des Unternehmens war es ein Erfolg. Ja, sie haben Erfolg. Damals ja, aus Sicht Geld des Unternehmens. Eingesammelt. Aber du willst doch jetzt nicht... Ich will jetzt nicht sagen... Kauft Social Chain, weil da gibt es nämlich einen neuen Rocket Internet-Typen und der weiß, wie man den Preis nach oben bringt. Das ist ja nicht der Punkt, sondern ich glaube, dass Rocket Internet einfach auch eine gute Historie in anderen Börsengängen hat und so. Und dass da einer ist, der weiß, was er tut, ja. Und vieles mehr. Also die haben jetzt wirklich eine interessante Entwicklung hingelegt. Die Aktie ist aber noch nicht so richtig vom Fleck gekommen. Die ist eher so ein bisschen seitwärts gelaufen. Die ist jetzt bei 27 Euro sowas, ja. Und die war vor kurzem noch bei 10, ja, also jetzt mal ehrlich. Na gut, vor kurzem, wann war das im letzten Jahr? Hat sich auf Jahressicht nur verdreifacht, das ist nicht vom Fleck gekommen. Für Defner-Ideen ist das nicht so, da hat sich irgendwas verzehnfacht. Ist 280 Millionen wert, wollte ich nur kurz darauf hinweisen. Ja, 280 Millionen, genau, aber ist noch eigentlich ein relativ kleiner Wert, muss man sagen. Da muss man auch vorsichtig sein beim Einsteigen, wenn man dieser Ideen folgen will, weil das ein kleinerer Wert ist auch. Und die haben letzte Woche auch bei Focus Money eine Empfehlung bekommen. Das hat auch nochmal einen kleinen Schub gegeben. Analysten sagen im Schnitt, glaube ich, sowas mit 38 Euro und Hauck und Aufhäuser ist am optimistischen mit 45 Euro Kursziel. Und das ist jetzt mal eine Idee, die noch nicht so ganz breit ist. Kann man sich näher anschauen und mal gucken, was man davon hält. Aber die Idee, also grundsätzlich Influencer-Verkaufskanal zu machen, ist nicht so ganz klar, was die machen. Kaufen die jetzt? Haben die jetzt ein Beteiligungsportfolio mit irgendwelchen Social-Kram oder verkaufen sie Social? Und ich kann da hingehen und kann sagen, ich habe eine neue Zahnpasta, hast du da ein paar Follower? Das ist nochmal Frage. Das muss ich, das kapiere ich nicht. Also sie haben im Prinzip drei verschiedene Bereiche, Home und Living, Food und Beauty. Und in diesen Bereichen
kaufen sie sozusagen Anbieter oder haben Anbieter. Ich kann nicht hingehen mit meinem Produkt und kann sagen, hey, ich habe hier, ich bin Unilever, das glaub ich, mach mal für mich hier ein bisschen. Das weniger, sondern sie wollen ihre Eigenmarken verkaufen. Ah, gut, dann habe ich es verstanden. Sie kaufen solche Eigenmarken, die sie dann Social-Media-mäßig vermarkten und dann auch direkt verkaufen übers Internet. Ja, das ist eigentlich die Idee des Geschäftsmodells. Und ja, das kann möglicherweise funktionieren. Übrigens, der Paladin One Fonds, das ist auch so ein von dem jungen Maschmeyer wird der, glaube ich, gemanagt, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Oh, Maschmeyer, auch super. Also, super Gesellschaft, finde ich gut. Paladin One ist der größte Anteilseigner mit 3,8%. Genau, ist der größte Anteilseigner. Ja. Und ist bei denen auch der größte Dings im Fondsportfolio. Ich weiß nicht, Carsten Maschmeyer war der, wie werde ich reich? Nee, wie werde ich Millionär? Carsten Maschmeyer war halt auch bei der Höhle des Löwen und Georg Kofler ist ja auch bei der Höhle des Löwen und ja, hat bei AWD hat, aber gut, das eine ist der Vater, das andere ist der Sohn, ist er nur. So, ein paar sind schon auch aufmerksam geworden. Sparen Sie den Kaffee, war der beste Tipp von damals Carsten Maschmeyer aus dem Buch. In dem Buch, ja. Ich habe ihn mal interviewt, da waren wir im Adlon. Ich hätte ihm gedacht, sparen Sie sich das Adlon, da wäre er auch, aber das war jetzt nicht. Der ist ja schon, wenn du schon reich bist, kannst du auch mal ins Adlon gehen. Ach so. Auf dem Weg dahin sparst du dir lieber den Kaffee. Kommen wir zu meinem Bullen. Mein Bulle ist ein Speck. Ich bin ja eher skeptisch, was Specs anbetrifft und denke ja eigentlich immer... Letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Das ist so ein Selbstbedienungsladen für Prominente und für Banker und so weiter. Aber jetzt gab es den ersten Spec in Deutschland und es kommt ja immer auch, das haben wir auch gesagt, auf den Initiator oder Sponsor heißt es im Fachdeutsch an. Und den deutschen Spec, der erste heißt Slagstar Spec 1, wird von Klaus Hommels hat den initiiert. Klaus Hommels ist ja von Slagstar der Chef und der hat ja schon gezeigt, dass er erfolgreiche Unternehmen findet, Spotify, Airbnb, Coinbase. Und jetzt gab es ja auch mit Klaus Hommels, ich habe mit Klaus Hommels dann auch gesprochen, nachdem das an der Börse gestartet ist. So ein Spec wird ja immer mit 10 Dollar oder in Euro halt war es halt mit 10 Euro rausgegeben. Also ein Anteil, eine Unit, wie das so schön heißt. Und dann ist sie ja gestern erfolgreich gestartet bei 11,15 und ist dann mit 11,50 aus dem Markt gegangen, notiert jetzt ungefähr auch auf dem Niveau. Und warum finde ich den Spec spannend? Zum einen, weil Klaus Hommels ein Typ ist, der auch sehr politisch denkt und der auch eine Agenda damit verfolgt und sagt, hey, wir müssen es schaffen, dass wir nicht unsere Unternehmen weggespeckt werden, wie er so schön sagt, von amerikanischen Specs. Denn man muss ja wissen, wenn jetzt ein amerikanischer Spec ein deutsches oder ein europäisches Tech-Unternehmen kauft, dann ist es halt ein amerikanisches Unternehmen damit. Und dann wird natürlich das Gravitationszentrum eher nach Amerika verlagert und dann ist es kein deutsches Unternehmen mehr, sondern eben ein amerikanisches und so weiter, muss dann auch da die Börsenregeln, Sarbanes-Oxley und was es alles da für Regularien gibt, einhalten und ist dann eher da beheimatet. Und dann sagt er, nee, das will ich nicht, ich will es hier schaffen, dass wir diese Finanzierung hier hinbekommen und es gibt ja immer unterschiedliche Finanzierungsformen, es gibt ja Early Seed, das ist so ganz am Anfang und dann gibt es eine zweite Runde, das ist dann so die zweite und die dritte ist dann so kurz bevor ein Unternehmen an die Börse geht, da wird dann nochmal richtig viel Geld benötigt und das will er halt mit dem Spec jetzt hinbekommen, dass er ein Unternehmen in dieser C-Plus-Runde, wie man die Runde nennt, halt findet und hat so ungefähr 60 bis 70 Firmen identifiziert, die er in diesen Spec reinkaufen will. Und das Idee vom Spec ist ja, das hatten wir auch schon erklärt, man hat eine Unternehmenshülle mit ganz viel Geld, man hat das Geld eingenommen und nun geht es darum, dass man ein Unternehmen findet, das dann kauft und dann schlüpft das Unternehmen in diesen Mantel rein und ist dann automatisch durch die Hintertür an die Börse gekommen. Und so will er das halt machen. Und Klaus Hommels sagt dazu auch, er möchte halt, dass er Nachahmer findet und weitere Specs auch in Deutschland an die Börse kommen und dann die europäischen oder deutschen Spec-Unternehmen auch, Tech-Unternehmen auch dann da bleiben und dann in Deutschland an die Börse gehen, nicht in Amerika. Das finde ich schon ehrenwert. Aber das Zweite, warum ich das gut finde, er ist halt einer, der sich in der Szene gut auskennt und der jetzt so viel Vorleistung gegeben hat, dass wenn das Ding nicht bei 12 Euro notiert, dann macht er halt selbst persönlich auch Verlust. Und keiner macht gern selbst persönlich Verlust. Also wird die Aktie schon mal 12 Euro ungefähr wert sein. Und ich traue dem auch zu, dass er wirklich was Spannendes findet und dass das dann möglicherweise Wert schafft, weil er gute Kontakte hat, weil er den jungen Unternehmern, den Tech-Firmen sagen kann, guck mal, ich habe da schon meine Erfahrung, da. Du brauchst jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr mit irgendeiner Investmentbank um die Welt tingeln und ein normales IPO, sondern mit uns bist du halt
in einem Schlag an der Börse und dann brauchen wir das nur 2 Monate dauert der Prozess. Wir können dir genau sagen, der Preis ist X und es ist nicht so, wenn du ein normales IPO machst als Tech-Unternehmen, dann kann die Investmentbank zum Schluss noch sagen, oh, die Börse läuft halt gerade nicht so gut, du kriegst leider nur den und den Kurs. Und mit einem SPAC, das ist der Vorteil auch, weißt du halt von vornherein, was du kriegst. Und ich kann mir vorstellen, dass Klaus Hommels irgendwas Kluges an Land bringt. Er hat 2 Jahre Zeit, das zu machen. Wenn das nicht klappt, kriegen die Leute ihr Geld zurück. Also wer jetzt zu 11,80 einsteigt, kriegt dann nur 10 zurück. Also dieser 11,80, also dieser Aufschlag ist halt der Klaus-Aufschlag, weil man ihm zutraut, dass er irgendwas Cleveres macht. Nur wenn er was Cleveres macht, dann könnte es auch passieren, dass der Speck deutlich an Wert gewinnt. Und ich würde ihm das zutrauen, dass er macht. Ich selbst habe zu 11,30 mir ein paar Stücke gekauft, weniger, also wirklich nur für 300 Euro. Man kann ja heutzutage billig was erwerben, um einfach mal das Gefühl zu haben, wie sowas funktioniert und das auch mal zu sehen. Und ich finde, wer da mal das sehen will, wie es geht, kann das auch probieren. Aber wie gesagt, keine Empfehlung, einfach nur eine Idee. Legstar, Spec 1, kann man überall, wird das gehandelt, auch bei den ganzen Neo-Brokern und wo auch immer. Bulle der Woche. Legstar, Spec 1. Du kannst noch mal ein bisschen, genau. Mit Spec. Mit Speck fängt man Mäuse und mit Speck Anleger. Oh, wow. Schön. Du wolltest aber gerade noch einen Gedanken formulieren. Das war der Risikohinweis. So. Darfst du gerne bei Zitierung zitieren. Ich zitiere mal den Defner. Das Downside ist 11% ungefähr oder 12%. Oder wenn jetzt die Aktie bei 11 irgendwas ist, halt irgendwie 15%. Ja, ja. Und das Upside ist halt höher. Und deswegen finde ich, ich gucke mir mal an, was ist Upside, was ist Downside und da finde ich... Bei Reuters werden die jetzt offiziell als Blankoscheck-Unternehmen bezeichnet, die Spec-Unternehmen. Ja, die haben ist ja auch diesen sowas. Begriff so Blankoscheck-Company, das ist ja aus Amerika, kommt das. Ja, ja. Gut. Ja. Aber ich meine, dass man das Firma, offiziell dann so als Zweckgesellschaft, Blankoscheck-Unternehmen, es gibt verschiedene Ideen. Ich wollte bloß noch ergänzend zur Social Chain AG, dass ich diese Aktien auch selbst im Depot habe und zwar schon eben seit... Fast damals, danach, als ich da Georg Kofler vorgestellt habe, habe ich mir die irgendwann mal ein paar Stücke auch ins Depot gelegt, auch nicht so viele. Und das nur noch mal als Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte. Cool. Für die BaFin, die uns ja sicherlich... Meinst du, die hört zu? Stimmt, wo die jetzt streng sind, wo der Dienstherr gesagt hat, so geht das nicht. Erstmal Kabelus S und jetzt Defner und Chapitz. Muss man mal durchgreifen. Schaut euch die mal an. Hört euch die mal an. Wir machen hier alles ordentlich, weisen hin auf mögliche Interessen. Und selbst wenn der Kollege nur 300 Euro investiert hat. Ist ein Interessenskonflikt. Ist ein Interessenskonflikt, ja. Also, aber wie gesagt, und sonst immer die Idee, dass wir hier nur Ideen präsentieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Kann man gar nicht oft genug zu sagen. Müssen wir noch schnell 2 Bären machen, bevor wir hier irgendwie... Aber zum Specs, eins wollte ich noch sagen. Ich habe gestern mit Marc Tüngler drüber gesprochen, in der Börse am Abend. Kann man sich, glaube ich, bei Welt.de auch nochmal anhören. Der ist skeptisch grundsätzlich zu Specs, als Anlegerschützer. Sagt natürlich, das ist halt intransparent, Sagt aber, wenn man investieren würde, dann sollte man sich den Track-Record anschauen. Also das würde ja jetzt für Klaus Hommels dann sprechen. Und dann habe ich ihn gefragt, würden Sie Klaus Hommels dann investieren? Er hat gesagt, nein, aber da würde er auch nicht investieren. So viel dazu. Kennt den Klaus nicht. Das ist ein rheinische frohe Natur. Und so. Also es ist wirklich. Ich finde, er sagte auch, Tüngler hat auch gesagt, aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist es natürlich eigentlich wichtig, weil ich meine, wenn es die anderen machen, musst du halt irgendwie mitmachen. Ja, nicht nur das, sondern du hast halt ein Finanzierungsinstrument, was der Altmaier seit 100 Jahren nicht hinbekommt. Nein, du kriegst ihn zum Speck. Ich meine, vor allem, wenn einfach in Amerika dieses Ding genutzt wird, musst du es einfach hierzulande auch machen, weil es kann nicht sein, dass wir noch weiter ins Hintertreffen kommen. Die kaufen uns weg. Ja. Die kaufen uns die Unternehmen weg. Genau. Das ist ja schon immer passiert jetzt. Und jetzt fangen wir gerade an, wieder ein bisschen Aktienkultur zu entwickeln und ein bisschen Geld in den Kapitalmarkt. Dann können wir vielleicht künftig auch wieder mal so Highflyer-Unternehmen wie BioNTech oder CureVac dann auch in Deutschland an die Börse bringen. Wäre großartig. Ja. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Ja. Und entwickeln eine tolle Aktienkultur. Der Aufnahmekollege guckt schon etwas ungehalten. Das ist sein, etwas, ich glaube, wir sollten hier ein bisschen das Tempo erhöhen. Das Tempo erhöhen, ja. Also dann habe ich schnell noch mein Bären der Woche aus der glorreichen Welt der Kryptowährung, meine Damen und Herren. Kommen Sie und staunen Sie. Hier wird gewonnen. Ja. Die Kryptowährung haben Sie ja letzte Woche in die Heute-Show geschafft. Ja. Die Heute-Show? Das ist ja auch ein untrügliches Zeichen dafür, dass ein Hype wirklich sehr groß ist. Ja. Sowas wie die Bild-Zeitungstitel-Schlagzeile. Mhm. Und die haben wirklich einen sehr, sehr großen Blog zu Bitcoin und Kryptos gemacht. Haben sich drüber lustig gemacht, könnte ich mir vorstellen. Lustig gemacht, natürlich. Aber auch so ein bisschen erklärt. Eigentlich war es gar nicht so schlecht. Ja. Wahrscheinlich jemand, jeder, der aber sich auch drüber
jeder, der Kryptos kauft, ist wahrscheinlich so ein Verschwörungsulli. Nein, das ist also so ist doch die heute schon immer so. Also dann hat man Leute gezeigt, die sagen, ich mache auf Krypto. Und dann dachte man so, oh, wow, wie sieht der aus? Ernsthaft nicht, kann man sich mal anschauen. Und sie haben unter anderem dann einen Werbespot ausgegrabt von einer Kryptowährung und gesagt, wenn... Ja, Sophia Tomala mit einem Russen in einem Werbespot in scheint, dann sollte man vorsichtig sein. Ja, und das war eben der Werbespot für G99. Ja, und es ist in der Tat gibt es da eben einen Werbespot mit Sophia Tomala. Und da ist sie zu sehen, wie sie mit so einem goldenen Hammer dann irgendwo in die Geschäftsräume von GSB eindringt und dann bei dem GSB-Chef, der eben mit russischem Akzent spricht, Hyde, ein Konto eröffnet für Kryptowährungen, dann mit ihrem goldenen Hammer, guck, schlägt sie so in den Klumpen und ab und da kommt dann, entspringt eine G99-Münze heraus, ja. Also das ist eben die Kryptowährung von GSB und die spielen halt wieder mit diesen allen Begriffen, die irgendwie im Hirn Gier erscheinen lassen, ja. Also Krypto, Gold und dann Zinsen haben sie ja auch noch mit rein. Kriegt man Zinsen für diese Versprechen, ja, weil wenn du die schlappe Anzahl von 249.999 Coins erwirbst von G99, dann kriegst du nämlich eine Aufbewahrungsbelohnung, also quasi Zinsen von GSB, die ja das Wort Gold Standard Banking Corporation im Namen haben, aber Achtung, keine Bank sind, keine Bank sind. So, ne, das ist ein Schneeballsystem, das klingt so ein bisschen so. Das klingt halt einfach total nach Betrug, ja, muss man einfach sagen. Ab 750.000 kriegst du dann schon 7,5% Belohnung, ja? Super. Ah, und je mehr Leute mit 50.000, oder? Okay. Hier gibt's noch Zinsen. Ja? Hier gibt's noch Zinsen. Okay. Also die Coin war so um ein Cent rum, also Mitte Februar, 15. Februar. Ja. Und jetzt? Und also musst du mindestens 2700 Euro damals zu dem Kurs dann. Dann kriegst du 7,5% Zins. 2,5% Zins, ja. Also, ab 8000 kriegst du 7,5%. Okay. Ja? Und ich sag, 8000, ja. Also, und jetzt Finanztest sagt halt ganz klar, die haben das im letzten Heft auf ihre Liste, Warnliste, Geldanlage, die im Internet auch veröffentlicht wird. Die kann man sich wirklich, sollte man sich ja auch immer anschauen, wenn man irgendwie auch im grauen Kapitalmarkt irgendwie was machen möchte. Ganz das sollte Sachen man nichts sind. Machen, wenn man da was Nein, machen möchte. Dann macht sollte man da nichts. Nichts machen. Nein. Man sollte da nichts machen, aber man was, sollte sich vor allem man sollte mal sich Geld was an, wenn jemand an einen herantritt, ein Kumpel, ein guter Freund, das ist ja meistens so die Masche, hast du mal das? Ja. Dann guckt man da nochmal rein. Du hast vollkommen recht. Aber so, da reinschauen und was da drauf steht, wirklich meiden, weil Finanztest ist wirklich eine seriöse Organisation und die warnen einfach und sagen, bei Interessenten könnte der falsche Eindruck einer Art fester Verzinsung einer Bank entstehen. Und deswegen wird GSB auf diese Liste gesetzt. Aber im Prinzip müssen da alle Alarmglocken schrillen. Wie gesagt, wenn schon heute schon mal die Heute Show, Olli Welke davor warnt, sagt, wenn Sophia Tomala irgendwo in dem Werbespot auf, dann muss man vorsichtig sein. Dein Bär der Woche. Mein Bär der Woche. Und es zeigt halt einfach, wie wahnwitzig diese Kryptowelt ist und wie groß die Blase ist, weil das macht man nichts mit Kryptowelt zu tun. Das macht man immer in diesen Sektoren. Die Betrüger, sie stürzen sich immer auf solche Sektoren, wo der Boom einfach, und wo die Blase am größten ist, weil du da am meisten Bauernfängerei, Wasserstoff, da sind da genauso viele unterwegs, die das hat auch mit Krypto zu tun. Ich bin mir ganz sicher. Verkaufen wollen. Na, wenn du ins Internet guckst, dann kommen immer irgendwie Videos, oh, jetzt diese 7 Wasserstoffaktien müssen wir nicht haben. Dann muss ich jetzt eine kostenpflichtige Analyse runterladen. Aber was ist der Ursprung der Geschichte? Der Ursprung der Geschichte ist, du kriegst keine Zinsen mehr. Dass du keine Zinsen kriegst, das ist das Urproblem. Wir haben doch gerade am Anfang gelernt, es gibt wieder Zinsen. Ja? In Amerika 10-Jährige, super, 1,4%. Jetzt musst du also alle Kryptowährungen verkaufen. Wenn du in Deutschland noch 10-Jährige kaufst, hast du ein minus 0,3%. Die Diskussion vom Anfang brauchen wir jetzt nicht wiederholen. So ist es. Gut, dann komme ich noch schnell mit meinem Bären, bevor wir hier... Ich habe noch einen Bären. Das würde ich dann schnell machen. Es geht um die Rentenpolitik in Deutschland. Dauerbär. Der Dauerbär, weil wir nämlich festgestellt haben, dass die, dass die Bundeszuschüsse weiter wachsen werden. Da gab es jetzt auch Zahlen, wo man sieht, wie weit das gehen wird. Im Jahr 2020 dürfte erstmals der Bundeszuschuss mehr als 100 Milliarden ausmachen. Das steigt dann weiter. Und da gibt es jetzt auch Ideen, die man da möglicherweise, wie man das Rentensystem umbauen könnte, nämlich von der FDP. Da haben wir auch viele Zuschriften bekommen und gefragt, was halten wir denn davon? Da geht es darum, die erste Säule, die staatliche, ist ja ein reines Umlageverfahren. Da zahlen die einen
und die zahlen für die anderen ein und das wird einfach so Umlageverfahren. Das Problem ist dann, wenn die Älteren immer mehr werden und immer weniger Jüngere das zahlen müssen, müssen die Jüngeren natürlich immer mehr reinzahlen, damit sie die Älteren finanzieren können. Und wenn die Älteren auch noch nicht nur mehr werden, sondern länger leben, ist das Problem, dass es irgendwann nicht mehr finanzierbar ist. Und da war halt die Idee, dass man dieses Umlageverfahren so ein bisschen zurückdreht und vielleicht 2 Prozentpunkte vom Rentenbeitrag nimmt und in so eine kapitalgedeckte Geschichte reinpackt. Das ist ja so eine Idee, dass man also die erste Säule nicht nur umlagefinanziert macht, sondern kapitalgedeckt, also einen Teil einfach an den Markt anlegt und so weiter. Das ist eine gute Idee. Das Problem ist nur, ich kann mir halt nicht vorstellen, in einem Wahljahr, dass diese Idee irgendwie groß an Momentum gewinnt. Und deswegen können wir allen nur sagen, die auch hier zuhören, gerade sind ja jüngere Menschen, die müssen ja in dieses Umlageverfahren noch immer mehr einzahlen, dass ihr, wenn ihr wählen geht, dann auch das mit anguckt, wie nachhaltig ist die Finanzpolitik derjenigen Partei, die ihr wählt. Und wenn das eine Partei ist, die sich überhaupt nicht über die Rentenpolitik Gedanken macht und eigentlich nur sogar noch große Geschenke macht, weil die ältere Generation jetzt auch wählermäßig eine relativ starke ist und man damit auch Wählerstimmen kriegen kann, da sollte man halt genau vorher gucken. Und auf jeden Fall mein Bär der Woche ist die Rentenpolitik. Wir können irgendwie dieses Thema noch mal länger diskutieren, aber wir haben jetzt auch keine Zeit mehr. Aber wir haben ja ein Wahljahr und da werden wir sicherlich auch noch viele politische Themen aufgreifen. Viele Ideen. Aber ich finde, Nachhaltigkeit muss einfach dann auch allumfassend sein. Ja? Genau. Ja. Und bevor wir die Welt jetzt ganz umrundet haben und Tschüss sagen, muss ich noch vielen Dank an all diejenigen sagen, Defner und Chavez-Fans, die mir gefolgt sind bei Instagram. Ich habe ja die Wette gegen den Kollegen Moritz Seifert gewonnen. Es gab eine Frau, Eva, die meinte, ich hätte die Wette nur deswegen gewonnen, weil die jetzt auch mal den Seifert oben ohne sehen wollen. Mich würden sie schon kennen, oben ohne in Badehose. Der Seifert wird demnächst, hat er erzählt, in den Wannsee springen. Und das wird man sehen. Man hat ja mittlerweile jetzt fast frühlingshafte Temperaturen. Ich meine, der Wannsee hat wahrscheinlich noch nicht frühlingshafte Temperaturen, aber das wird er machen. Es waren eher Mitleids-Likes, die du da bekommen hast. Aber ich habe auf jeden Fall... Und rette die Welt-Likes, ja? Ich habe 400... Bitte nicht schon wieder Chavez in Badehose. Oh ich habe 400 dazu bekommen. Ich habe 400 dazu bekommen und der Kollege hat nur 200. Das nur dazu. So. Also, aber du hast ja auch deine Twitter-Follower noch. Ich habe auch meine... Die Twitter-Army. Die Twitter, aber... 109, wie viel? 150.000, 155? Es sind 159. 159. Aber egal. Aber du hast eine gute Ausbeute. 200 von 159.000. Ist nicht viel. Nee, das ist du hast ja echt... Das Problem ist schon fast Reddit-like, deine Mobilisierungsquote. Nee, das Problem ist, dass diese beiden sozialen Netzwerke wirklich getrennt sind und es nicht sehr schnell von einem zum anderen geht. Das hat man wieder festgestellt. Gut. Also, jetzt haben wir die Welt definitiv umrundet. Ja, definitiv, bis genau. Bis zum Wannsee, pack die Badehose ein. Und deswegen solltet ihr auch immer weiter Triple A hört, um hören, was der Seifert, wann es das Wannsee Bild gibt. Genau. In das kalte Wasser springt unser Moritz gleich geschwind und mal sehen, wie das aussieht dann auf Instagram. Ja. Er wird nicht dabei. Ich weiß nicht, wie er das macht. Du hast super Gedichte. Das ist so Stand-Up-Comedian. Der Dietmar. Stand-Up-Dichter. Ja, sehr schön. Das ist In diesem Sinne... Bleiben wir wie immer und sagen Tschüss und Ciao. Wir sagen Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chavez.